bevor wir zu der heutigen Episode kommen, ein riesen Shoutout zu unserem Sponsor Muebag. Sie haben nicht nur eine geile Pulli gemacht, sondern machen noch vieles mehr und den Link zu ihrem Insta findet ihr in der Beschreibung. Viel Spass mit der Folge. Ciao zusammen, hier ist Crime Storm. Willkommen zum Student of Life Podcast. Heute wie haben wir den Donny Burg. Ciao Donny. Sali Hassan. Ciao. Ja, schon länger. Ja, ich freue mich. Wir haben einander etwa 5 Jahre nicht mehr gesehen, seit der Abschlussfeier in Niederwil. Immer wenn ich an die Sekt denke, dann denke ich sicher, es ist schon 10 Jahre her. Ja. Also das fühlt sich wirklich für mich... Ich weiss nicht, entweder fühle ich mich so alt oder sick, wenn ich die Bilder einmal sehe. Und du hast mir ja gerade Bilder geschickt, ja, per E-Mail, wo ich dich angefragt habe. Und ich sehe dort aus wie so ein Bubi. Es passiert natürlich auch viel, ja, in diesen Jahren. Gell? Und jetzt du hast ja sehr viel gemacht in dieser Zeit, darum kommst du vielleicht lang ja, vor. Ja, das kann schon sein, ja. Ja. Du bist dort Schulleiter gewesen? Ja, ich habe verschiedene Funktionen gehabt. Ich bin zuerst gekommen als Fachlehrer. Und dann hat fast alle halbe Jahr das Pensum gewechselt, fast wie in der Wirtschaft. Nach einem halben Jahr ist ja der G-Merkig, der dort Schulleiter war, ist gegangen. Oder hat Ankündigung gegeben. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich würde die Stufe, Oberstufen übernehmen in der Weil. Ein halbes Jahr später ist der Schulverband zustande gekommen. Dann hat sie mich gefragt, ob ich das würde für das Ganze machen. Du hast eigentlich gewechselt, inklusive Bürostandorte. So, ja. Also ich habe ja angefangen, du warst noch Klassenlehrer für Geografie und ja, Geschichte. Ja, wir haben glaube ich nur 3 Stunden Geografie gehabt pro Woche zusammen. Nur das? 2012, ja. Ach, ich habe das schon nach viel mehr Erinnerung. Ja. Aber ich weiss genau einfach, das sind absolut meine Lieblingsstunden gewesen. Sehr, weil einfach die Stunde mit dir ist einfach, da hat es einfach Diskussionen immer gegeben und Geschichten. Und ich finde, ich kann so viel mitnehmen, auch wenn es sich einmal also, auch wenn wir irgendwie vielleicht nicht immer genau über das Thema geredet haben, ja, am Schluss haben wir doch irgendwie über das Thema etwas gelernt. Ja, das freut mich sehr. Das hat auch so Spass gemacht. Eben, im ersten Jahr warst du Klassenlehrer gewesen. Ich glaube, ich war bei euch Fachlehrer für die Geografie. Und das Gleiche bei der zweiten. Und das Jahr darauf bin ich in dieser Klasse von Mugana und dem Kretschi, den ich gerade wieder gesehen habe, von Mugana bin ich Klassenlehrer gewesen. Ein Jahr. Du warst ja Klassenlehrer gewesen? Jawohl. Ah, okay. Mit dem Christian Burger zusammen. Und nachher wieder Schulleiter, Uni, Klassenlehrerfunktion. Das hat jedes Jahr gewechselt. Genau. Aber wo du Schulleiter wurde, bist du ja trotzdem noch 2, 3... Ja. Eine Zeit lang habe ich beides gemacht. Ja. Man sagt so, das machen wir an sich nicht, da gibt es so einen Rollenkonflikt. Bei uns ist es zwar gut gegangen, ja, aber es ist dann auch ein bisschen viel geworden und dann ist eben noch Städte dazugekommen, mit dem Schulverband. Und dann wäre es nicht mehr gegangen mit Klassenlehre. Ja, eben in dem kleinen Büro, wo du hattest, ja, ja, sind wir vorbeigelaufen. Und dann, ja, es hat immer die guten Diskussionen mit dir gegeben, hat Spass gemacht. Das Fenster war dort ein ganz lustiges Format. Eben, ja. Wir haben viele jemanden ans Fenster geklopft. Takeaway für Diskussionen. Ja, ja. Ich habe ein Poster daheim von Barnen, die jetzt zum Fenster reinschauen. Da hat auch ja, eine gute Begegnung. Ist das nicht einmal ein Bild von mir, Marvin und ja, der Mischel? Ja. Oder so? Ich genau, habe ja jetzt immer mal gesehen. Ja. Nein, das war lustig. Ja. Nein, eben, ich habe über dein Buch anfangen lesen. Da freut mich, das irrt mich. Ja. Also, das kann ich nur weiterempfehlen. Die Schule erstickt, mutige Projekt zur Befreiung. Wirklich kann ich nur weiterempfehlen. Es ist sehr gut. Und ich muss zugeben, ich bin noch nicht fertig, aber eben, ich habe angefangen zu lesen. Und eben die Projekte, die du gemacht hast, eben, du bist das erste Jahr bist du, hast du Geografie gegeben, ja, das zweite Jahr bist du Klassenlehrer gewesen, und dann bist du Schulleiter. Schulleiter. Ja. Und die ersten 2 Jahre in meiner, also in Aargau ist es so, dass wir 4 Jahre haben, nicht wie in Zürich. Und die ersten 2 Jahre in der Oberstufe habe ich Jahrgang, also meine Klasse ist jahrgangsorientiert gewesen. Also ich bin mit denen gewesen, die gleich alt waren wie ich. Genau. Und dann die letzten 2 Jahre ist es durchmischt gewesen. Ja. Ist das von dir gekommen? Weil du im Buch beschreibst. Nein, das sind verschiedene gewesen, die auf den Zug aufgeschwungen sind für eine Schulentwicklung. Es war auch so, dass ich auf Niederwil gekommen bin, weil schon so Entwicklungen im Gang waren. In einer Schule, wo man einfach jede Stunde genau mit dieser Gruppe, in diesem Zimmer, mit dem Thema würde machen, die vorgegeben sind, dort wäre es mir nicht wohl. Mhm. Und ich habe gewusst, Georg Merki und das Team hat dort schon lange daran gearbeitet. Ich habe gewusst, dort ist vieles möglich. Und darum bin ich... Also wo bist du denn vorher tätig gewesen? Vorher war ich 10 Jahre Schulleiter, 6 Jahre in Bremgarten. Ah. Vorher Internatsleiter in Hitzkirch und vorher Lehrer in Wolle. Also eine riesige Karriere. Eben, und dann, ich weiss, eben die 2 Jahre haben wir eben die Durchmischung gemacht. Ja. Und eben, erzähl mal, wie ist das so abgelaufen, also als Lehrer, wie ist das gewesen? Ich finde, all das ist das erste Mal gewesen auch voran. Ja, auch weit umeinander. Das ist im Aargau eigentlich gar nicht vorgesehen. Okay. Für mich ist Altersdurchmischung ganz eine gute Form. Aus verschiedenen Gründen. Erstens mal, es
ist ja immer eine Illusion, wenn man Menschen zusammennimmt, die einen ähnlichen Jahrgang haben, ein ähnliches Geburtsdatum, dass dann auch die ähnliche Interessen haben und ähnlich ticken. Mhm. Und dann verpasst man eine grosse Chance, weil man kann viel voneinander lernen. Nicht nur die Jüngeren von den Eltern, auch umgekehrt. Und etwas, was mir ganz wichtig ist, man kann Kultur aufbauen, wie man miteinander umgehen will. Und dann, wenn Schulwechsel ist, Schülerwechsel im Juli, dann ist ja nicht die Kultur weg, sondern es kommt einfach ein Drittel neu in eine Gruppe rein. Das finde ich eine von der ganz grossen Chancen. Ja, also wo ich eben das gelesen habe, ich habe zurückgedacht und ich habe mir gedacht, eben die ersten zwei Jahre, wo ich in der Oberstufe war, ja. Ich habe mit diesen Viertklassen einfach gar nichts zu tun gehabt. Ich weiss noch, das ist eine lustige Geschichte. Mein erster Tag, wo ich in die Oberstufe gekommen bin, haben die Grossen, ich weiss noch, wir haben immer so ein Geschichten erzählen mit den Grossen, das hättest du lieber nichts sagen und wie so anständig. Und ich weiss noch, bei dem ersten Tag bin ich gekommen und dann hat es ja die Veloständer gehabt. Ja. Und dann hat mich, haben sie mich so als, keine Ahnung, Prank oder so, haben sie mich gepackt. Ja. Und dann haben sie mich, ich weiss nicht mehr, ob du weißt, was das heisst, gesnaggelt an die Veloständer. Also, hey, Snaggy, also weißt du, mit der Unterhose und die Dings aufgehört. Jawohl, ja. Und das ist, ich finde, das ist einfach kulturell ist das eben so vor allem gewesen, weil wir haben eben mit ihnen nicht so viel zu tun gehabt. Und es sind immer so ein bisschen die Bösen gewesen und gegenüber den Kleinen haben wir Respekt gehabt. Und ich weiss noch, wo ich nachher dort oben gewesen bin und die Kleinen sind raufgekommen, wir sind zusammen in der Klasse gewesen, wir haben sich angefangen kennenlernen, wir haben sich angefangen verstehen, wir haben sich auch angefangen, ich dachte, das ist ja noch ein geiles Ich, ist ja auch klein, aber wir haben es auch gut zusammen. Und ich finde, das ist einfach etwas mega Gutes gewesen. Ich unbedingt, meine, dass wenn ich mit, eben wo ich in die erste Sek gekommen bin und ich mit der vierten Sekler in der Klasse gewesen wäre, hätte ich sicher auch viel können lernen können. Ja. Das wäre mega spannend gewesen. Ja, und zusammen etwas unternehmen, zusammenwachsen. Und eben vielmal ist es ja gar nicht so, dass einfach nur die Kleineren an die Grösseren aufschauen. Es ist ein Gemisch, das ganz gut ist. Das ist sowieso eines der Hauptanliegen von mir im Schulsystem. Die Lehrer sind vielmals schon ein bisschen ausgequetscht von energiemässig, Schulleitungen sowieso, aber bei Schülern ist noch sehr viel Energie rum. Mhm. Und was dort der Vierzecklerin, Vierzeckler oder Vierterealerin heute übrigens haben wir ja auch noch 3 Jahre, die 9. Klasse könnten machen, das ist sehr, sehr viel. Ja. Ich habe jetzt gerade heute wieder das Arrangement eingefädelt, dass ich habe jetzt eine 3. Real in Niederlands, dass wieder 2 zusätzlich regelmäßige Kindergarten gehen als Assistenten. Da gibt es ganz eine andere Dynamik auf dem Pausenplatz. Ja, die gehen also während der Schule, einen halben Tag, jede Woche. 3 sind schon dort, einer schon seit längerer Zeit. Der hat gestartet als Rumänisch-Dolmetscher und nachher als Assistent im Kindergarten. Und ich habe das Gefühl, da gibt es ganz, ganz tolle Chancen. Mhm. Es gibt auch gewisse Gefahren, wenn es mal nicht läuft und die 9-Klässler irgendetwas ausstrahlen, das man nicht möchte, dann kann es auch heikel sein. Aber insgesamt ganz grosse Chance. Eben, du hast vorher eben kulturell hast das erwähnt, eben, dass die Kultur so in der Klasse bleibt. Was ist denn noch etwas Grosses, wo du denkst, das ist viel besser so Altersdurmisch als Jahrgangsdurmisch? Ich glaube, etwas ganz Wichtiges, man kommt ein bisschen weg davon, dass man das Gefühl hat, alle machen zur gleichen Zeit das Gleiche. Das ist tödlich für die Schule, weil das hat nie funktioniert und geht immer mehr auseinander. Wir haben so ein Entwicklungsalter und ein Lebensalter und das ist ja vielmal gar nicht gleich. Und wenn man probiert, sagen alle Hirnhörner, jetzt machen alle das Gleiche, das ist ganz schwierig. Mhm. Man hat vielmal ein Drittel überfordert, ein Drittel unterfordert oder dürft es gar nicht, jetzt unabhängig von der Schwierigkeit. Das ist eines meiner Hauptanliegen, dass man probiert, am gleichen Thema zu arbeiten, aber auf unterschiedliche Art. Also zum Beispiel, ich hatte das letzte Jahr Geschichte in Niederlands mit der 3. Sek und habe sie gefragt, was interessiert dich? Mhm. Und dann haben wir ein Thema ausgemacht und dann haben sie gesagt, Titanic. Wir haben dann gesagt, es muss nicht irgendwie ein konventionelles Thema sein, wenn im Normalfall in einem Geschichtsbuch ist irgendwie Imperialismus und Kolonialismus und Erste Weltkrieg, sondern es kann irgendetwas sein. Oder? Ja. Dann haben sie gesagt, Titanic, dann haben alle an dem Oberthema gearbeitet und haben etwas rausgenommen von dem, was sie interessiert hat. Etwas Technisches, etwas Gesellschaftliches. Jemand hat über Verschwörungstheorien geredet und so habe ich das Gefühl, macht Sinn. Ja, eben, weil ich weiss noch, wo ich den Wechsel gehört habe, eben, wo ich noch in der Schule war, und es wir machen Durmisch, und ich dachte, ja, aber also die erste Klasse sind noch nicht so weit wie ich. Also, wie wird das funktionieren? Ja. Ich lerne ja in dieser Zeit gar nichts. Und so. Aber es ist eben voll im Gegenteil. Ich meine, Geschichte, es gibt ja Themen, wo ich ja genau so wenig weiss wie die erste Klasse. Und das gehen wir ja dann alle zusammen durch. Es ist ja klar, dass man jetzt vielleicht in der Sprache das ja nicht wirklich machen kann. Weil da habe ich ja mehr. Also, ich weiss es nicht. Ja. So bei uns war es ja noch nicht so gewesen. Die Sprache ist auch ein extrem grosser Unterschied. Ich habe gehört, dass Sie jetzt an der Real Niederwil, glaube ich, 6 Leistungsgruppen gemacht haben. Dort werden sie ziemlich stark teilen. Und das auch überhaupt nicht nach dem Alter passiert. Ah ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber ich meine eben, du kannst ja nicht die Schwächer mit der Be- also
Ja, es gibt oder du kannst so, Modelle, ja. Ja, du kannst es so machen, dass eben die Schwächeren halt unterstützt werden von den Besseren. So das wäre eine Variante. Aber ich finde die Variante, dass die Schüler sich gegenseitig helfen, das finde ich etwas mega gut, weil ich meine, wir wissen, wenn man anderen Sachen beibringt, dann lernt man das auch umso besser. Das ist eine grosse Hürde. Wenn du so weit kannst, dass du jemand anderem erklären kannst, dann bist du eine Stufe besser im Verstehen. Ja, ich war noch ganz glatt. Ich habe noch genau in Erinnerung, als ich die erste Prüfung mit euch gemacht habe, in diesem Alterssemester. Dort hatte ich dann auch noch einzelne Stunden gehabt. Und ich habe gemeint, naiverweise, ich mache dann verschiedene Skalen. Vielleicht haben dort 9 Klässlerinnen und 9 Klässler eine andere Skala mit mehr Punkten haben. Und das war überhaupt nicht nötig. Nämlich in der ersten Prüfung, da mache ich mich noch genau erinnern, haben so zwei, nicht böse gesagt, aber so vom Ausgesehen, zwei Zwergli von den ersten haben den meisten Punkte gehabt, die so wie ein Mittelstufenkind auftreten sind. Und jemand aus der 9., schon eine reifere junge Frau, hat am wenigsten Punkte gehabt. Da bin ich auf sie zu und habe die zwei von der ersten gefragt, hey, das ist cool, ihr habt so viele Punkte gehabt. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr euch vorbereitet? Die haben mich mit grossen Augen angeschaut und gesagt, vorbereitet? Das hat uns einfach interessiert. Und dann bin ich zu dieser 9-Klässlerin und die hat gesagt, ja, sie fragen jetzt mich, ich habe eigentlich ganz andere Themen als Schule. Oder? Und das ist Realität. Ja, und das macht es auch spannend. Das ist eben als Lehrer, eben in dem Buch wird auch beschrieben, wie viel die Lehrer heutzutage zu tun haben. Also ich meine, es geht ja fast nicht mehr um den Unterricht, sondern auch alles drum und dran, was um die Kinder passiert. Ja, also es ist schon noch ein rechter Wechsel. Also ich bin vor über 30 Jahren, also 37 Jahren, die erste Klasse gehabt. Übrigens jetzt in Niederweil, weißt du, ob du es gewusst hast. Eine vierte Klasse in Niederweil habe ich gestartet. Ah schon? Und dass ich wiederkomme mit dem Häuschen, also vor Zufall. Über 30 Jahre in Niederweil angefangen, ah schon. Ja. Also ich hatte zum Teil die Eltern von der jüngeren Klasse, oder? Ja. Und seitdem hat sich das schon geändert. Also es ist schon ein anderer Beruf geworden. Und wie du sagst, der Anteil von Begleiten, Betreuen hat recht zugenommen. Also manchmal denke ich, wenn mich jemand fragt, was bist du für Beruf, sage ich ja eigentlich Begleiter, Tröster, Therapeut, Berater, Polizist, Richter, alles miteinander oder zusammengefasst. Also ich habe mir das eben gerade vorher aufgeschrieben, würdest du dann eigentlich sagen, der Job Lehrer, weil du erwähnst ein paar Mal das Wort an Coach, sind ja schon fast mehr ein Coach. Ja. Passt das mehr? Das ist meine Philosophie, ja. Also das gemeinsame Durchführen, dass du sagst, 7:30 das Nervensystem von dort und dort und dann 8:20 der Dreisatz und 9:15 die Schlacht bis Embach und dann 10:15 Verbformen, da geht nicht mehr. Weil die Jugendlichen das nicht können und nicht mehr wollen, sich auch zum Teil mehr dann auch wehren, was ich zum Teil gut finde, oder zum Teil anstrengend. Also ich glaube, von dem muss man sowieso wegkommen. Auch bei der Aufmerksamkeitsspanne, da habe ich auch drinnen geschrieben, dass ja viele Jugendliche sich noch vielleicht 15 Sekunden konzentrieren. Das ist kein Versprecher, also wirklich nur ganz, ganz wenig. Und den musst du sowieso ändern. Und dann gibt es eine andere Art von Arbeit. Also ich glaube, man könnte dem Coach sagen oder Lernbegleiter, dass du einen Auftrag hineingibst, dann arbeiten die Schülerinnen und Schüler an dem und dann hast du viel Zeit, um auch das auffangen. Und ich glaube, dort liegt eine ganz wichtige Entwicklung, dass du nicht die Verantwortung irgendwie auf dich nimmst und dass du jede Minute die ganze Klasse begleiten und durchführen, dem Lehrer zentriert sagen, sondern dass du eben Aufträge hineingehst und dann verändert sich die Arbeit, aber es wird insgesamt nicht mehr. Ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, hey, du spinnst und du bist ein Selbstausbeuter, du schaffst viel zu viel. Ich mache als einer der wenigen Lehrer Stundenkontrolle. Wir haben ja einen Jahresarbeitsvertrag mit der Zeit. Oder? Der Stundenplan ist ja nur ein Teil, den man sieht und dann schon alles andere. Ich mache Stundenbuchhaltung und ich habe ganz wenig über die Zeit. Das liegt also alles drin. Auch die Ausflüge, die wir erwähnt haben. Ach, schon? Ja, das liegt drin, habe ich das Gefühl. Wenn du eben Zeit sparst, wenn du dich nicht und die Nerven vor allem sparst, wenn du dich nicht auf das einlässt, dass du in dem engen Takt die Klasse durch den Tag durchführst. Ja, du hast eben auch erwähnt, dass auch vor allem Zeit sparen mit zum Beispiel Aufzug kontrollieren. Ja. Das sind auch so Sachen, dass eben die Lehrer wie manchmal eben die Funktion übernehmen für eben Polizisten, hast du ja vorhin gesagt, dass sie Aufzüge geben, nachher das kontrollieren, aber sie kontrollieren, ob sie es gemacht haben, aber nicht, ob sie es wirklich wissen. Ja, das ist also ja, da hast du schon viel. Ja. Da bin ich wirklich auch begeistert davon, dass man vom Kontrollieren mehr wegkommt zum Coachen. Also ich glaube, wenn du in einer, ich nehme jetzt mal das Beispiel Real, dort zeigt sich es noch ein bisschen akzentuierter, wenn du dort willst, Hausaufgaben einfordern, so wie wir es vielleicht ich noch früher erlebt haben, von heute auf morgen oder von heute auf übermorgen, dann brauchst du irgendwie eine Stunde pro Tag, um
das einfordern und dann zum Durchsetzen und dann Sanktionen durchsetzen. Warum hast du nicht gemacht? Ah, was? Aufgaben? Also machst du es morgen noch einmal. Aufgaben sicher, ich bin nicht dazugekommen. Dann also kommst du am Mittwoch Nachmittag und dann vergiss es. Und dann können sie gerne, dann finde ich auch den Kollegen mitnehmen, weil es ja gar nicht eine Strafe ist, am Mittwoch zu kommen, wenn es nicht wohl ist. Oder? Und dann kommst du nie hin. Und ganz am Schluss, wenn sie noch das Blatt abgeben, dann weisst du nicht, woher es kommt. Also, wenn du mal um 1:30 über den Schulhausplatz läufst und siehst, wer oder wem was abschreibt. Oder? Und dann lässt du dir etwas auf und korrigierst etwas, das vielleicht schnell hingesundet ist. Mhm. Und in dieser Zeit verpasst du etwas. Nämlich, dass du mal einen fragst, sagst, ich komme nicht einmal als Polt. So funktioniere ich im Augenblick. Und da ist mir im Augenblick wohl dabei. In Niederlands, ich sage, ich will jeden Tag mal einen Polt haben und dann fragen, wie weit bist du, was ist dir gelungen, was ist der nächste Schritt, wo brauchst du noch Hilfe? Also diese Fragen, die bringen viel mehr. Ja, und dann merke ich auch ziemlich gleich, ist er dabei oder gibt ihm einfach ein Blatt ab, wo etwas draufsteht. Ja, ja. Also bist du eigentlich so generell 50, was denkst du von 50? Ich mache keine Hausaufgaben von heute auf morgen im Normalfall, sondern ich probiere zu steuern über Aufträge. Dass vielleicht einen Bericht machen müssen. Jetzt zum Beispiel müssen sie ein aktuelles Thema auswählen, das sie emotional berührt. Das kann Corona sein, das kann etwas familiär sein, das kann irgendetwas sein oder ein Konflikt im Sport oder was auch immer. Und dann müssen sie dort ihre Meinung dazu abgeben. Und der Termin ist dann eben normal so nicht verschiebbar, der gilt. Also wenn du gerade fest krank bist. Ja. Und dann steuere ich über das. Also müssen sie auf diesen Termin das schon machen. Und wenn sie es gut einteilen, können sie, ich würde jetzt mal sagen, fast alles in der Schule machen. Ja. Und wenn es halt ein bisschen rumhängt, ja, dann machen sie daheim ein bisschen mehr. Aber das wissen sie auch. Ja. Ich finde aber auch, als ich in der Schule war, Wochenplan ist etwas, was ich mega gerne gemacht habe. Ja. Du kannst selber einteilen, du bist selbstständig, hast Gruppenarbeiten, da bist du viel mehr aktiv, als wenn ein Lehrer dir Aufgaben gibt und du musst bis morgen machen. Und ich meine, jeder weiss, im besten Fall schreibe ich das auch von jemandem ab und dann dass ich keinen Eintrag bekomme. Ja. Im Wochenplan übrigens ist auch noch spannend. Ich finde das schon ganz eine gute Entwicklung gegenüber der Form, wo man probiert, alle zur gleichen Zeit durchzuführen. Aber es ist dort noch eine recht grosse Gefahr vom Abarbeiten. Dass du irgendwie 15 Aufgaben hast und dann hat es vielleicht 12 obligatorisch und 3 noch für die, die wollen und können. Mhm. Oder? Und dann hat es auch die Gefahr, dass du abhökeln und weniger sagst, eigentlich, was will ich oder was ist das Thema. Ja. Und das ist ein recht hoher Anspruch, aber das wäre eigentlich spannender, dass du von innen her sagst, eben wie zum Beispiel, was wollen wir mit der Geschichte? Aha, ja, es könnte ja Titanic sein. Wie hätte der Untergang können verhindert werden? Oder wie haben die Motoren ausgesehen? Das Mädchen hat zu diesen Motoren geschafft. Wie funktioniert der Motor, der so ein grosses Schiff betreibt? Und dann, als du innen versucht zu beschreiben, könnte es sein, dass es mir von der Ausbildung zur Bildung kommt. Das ist etwas, was viele nicht so unterscheiden. Ich habe das ein paar Leute abgeschrieben. Ausbildung finde ich vielmal verbunden mit, es ist von außen gesteuert, eben zum Wochenplan. Du musst das und das machen. Und die Bildung ist aber von innen kommt. Viele sagen auch intrinsisch. Also, was willst du? Ja. Was brauchst du? Und da wäre der ganz grosse Gump. Viele sagen, belächeln mich ein bisschen und sagen, du bist ein bisschen voraus oder das ist noch nett. Oder sagen, du bist ein bisschen in einer Illusion da drinnen. Aber ich glaube, nur da bringt etwas. Sonst haben wir da, wo ich Bulimie lerne, benenne, andere auch. Bulimie, die Krankheit, oder, wo du ganz viel zu essen in dich einstopfst und dann wirst du wieder brechen. Das ist eine Essstörung. Und das Lernen funktioniert ja vielmal so. Ja, Lernen für Tests vor allem. Ja. Am Tag vorher alles auswendig lernen, Tests schreiben und dann habe ich keine Ahnung mehr, was es war. Und das ist ja Schade um Zeit. Das ist wirklich schade. Das ist Schade um Zeit. Dann viel lieber weniger und probieren, dass es von innen her kommt. Ich habe gerade letztens von einer Privatschule gehört, die mich begeistert. Dort haben sie einen Stundenplan. Aber es ist alles freiwillig. Du gehst dann, wenn du bereit bist. Dann ist ein Schüler gekommen und gesagt, ich komme gerne wieder in die Mathe. Dann sagt der Lehrer, warum? Und dann hat der Schüler gesagt, ja, meine Mami hat gesagt, jetzt wärst du wieder nachher. Dann sagt er, das reicht noch nicht als Motivation. Du darfst noch nicht in die Mathe kommen. Und dann haben wir, das ist jetzt natürlich der Idealfall. Ja. Dann hat es gekehrt. Von ich probiere etwas an euch hinzutraxen, wo der Film nicht ankommt oder wo nicht passt. Zu dem, ich will ja etwas. Das kennt ja jeder auch von der Zeit. Ich meine, wenn die Eltern sagen, du darfst nicht, dann willst du es. Ja. Sagen sie nichts mehr, dann willst du es. Das ist so. Eben zum Wochenplan nochmal. Ja. Wegen, du hast gesagt, eben das abhaken und man macht es einfach. Lernjournal, weißt du, einen Wochenplan mit dem Lernjournal verbinden. Eben, das hast du auch da beschrieben und mir schreibt dann eben, was wollte ich in diesem Wochenplan erreichen und
was sind meine Ziele? Eben, Lernjournal ist auch etwas, was du ganz gross da beschreibst, ja, und etwas, einen positiven Effekt hat. Erzähl mal, was ist mit dem so gemeint? Ich glaube, sind wir auf einem guten Weg. Auch das natürlich, wir lösen nie alles. Übrigens, da vielleicht noch über das Ganze. Oder? Das ist so etwas Komplexes. Da gibt nie die Lösung. Ich hoffe auch, dass ich unsicher bleibe. Ich bin 60 geworden, aber ich hoffe, dass ich immer, wenn ich Schule gebe, unsicher bleibe. Weil sobald du sagst, das ist es, ist es gefährlich. Ja. Aber beim Lernjournal glaube ich auch, ich habe zuerst gestutzt, wir haben uns hier beraten lassen, von Fritz Zaug, und der hat gesagt, hört auf mit diesen Blättern, die man einfach ausfüllen und ablegen, sondern nehmt ein leeres Heft, ohne Linie, und du musst einfach da reinschreiben, wo dich beschäftigt, und quer durch alle Fächer. Und das begeistert mich. Dann kannst du auch als Coach schauen, aha, da ist jetzt gar nichts gelaufen, was ist da gewesen? Aha, da hast du an einem Tag die Überlegung und die gemacht und die. Und dann kannst du das eher begleiten. Aber ist es recht zum Umdenken? Da sind wir bei einem der Hauptprobleme. Die Schule, die funktioniert seit etwa 170 Jahren, je nachdem, wo man den Anfang nimmt, recht ähnlich. Also ich habe letztens eine Zusammenfassung gelesen, wo jemand die Schule 1840 beschrieben hat. Ja. 1850. Und da sind die Eckwerte immer noch ähnlich wie bei uns. Also Klasse, Lehrplan, Lehrer, altershomogene Gruppe, und da ist eigentlich noch verrückt, was sich in der Zwischenzeit geändert hat. Ja, eben, also die Schule ist wie, also ähnlich wie 1850, wie du gesagt hast, ja, aber unsere Umwelt, also alles rundherum, hat sich so verändert, und wenn man probiert, die Schule eben so durchzusetzen, wie es da war, aber nicht in nachzieht, dass eben die Schüler zum Beispiel ein Handy haben, das hat es ja früher nicht gegeben, dann kann das ja wie nicht funktionieren. Eben, das beschreibst du auch da rein. Ein Beispiel zum Beispiel, wenn sich zwei auf dem Schulhof streiten. Ja. Und bevor der Lehrer reagieren kann und zum Reinkommen oder das, die auseinandernehmen oder sie ansprechen, was das sollte oder so, haben das schon die Schüler gefilmt, und das kann man schon überall sehen, und andere können sich schon reinmischen. Das ist eine Herausforderung. Das ist eine riesige Herausforderung. Ja. Und ich meine, du beschreibst jetzt auch da mit dem Lernjournal, dass jeder individuell sein Lernjournal macht. Ist es aber nicht auch noch viel strenger als Lehrer, individuell jeden Schüler eingehen und probieren? Das ist ja... Das ist streng, aber also, ich glaube immer noch, oder ich hoffe, dass ich das richtig erfasst habe, es ist einfach anders, die Arbeit. Ich glaube, wenn du konventionell jetzt versuchst, 20 Jugendliche durch eine Franzstunde durchzuführen, und die Hälfte ist vielleicht talentfrei, und es ist Donnerstag um 3 und es ist heiss, das ist Stress, oder? Mhm. Weil du erreichst die Menschen gar nicht. Das ist, geht gar nicht, weil viele sind dem so fremd oder wollen nicht. Das ist auch streng. Und wenn ich jetzt eine Stunde habe, jetzt zum Beispiel heute Morgen habe ich auch etwa 6 Programme gleichzeitig gehabt, bist du auch müde nachher. Aber diese Art von Müdigkeit ist mir viel sympathisch, weil ich das Gefühl habe, es hat eine Wirkung gehabt. Und sonst, ich glaube, das ist einer der Burnout-Gründe, wenn man da jetzt nicht in allen Themen rumkommt, wenn die Lehrer das Gefühl haben, ich arbeite so viel und es kommt nichts raus. Ja. Was aber musst du aushalten, das ist der Kontrollverlust. Das ist für mich ganz ein zentrales Wort. Das habe ich gerade gelesen, ja. Du bist gut. Ja, aber das ist ja schwer als Lehrer. Ja, das ist sehr schwer. Wir geben uns ja Mühe. Ich glaube, die meisten Lehrerinnen und Lehrer wollen ja, dass die Schülerinnen und Schüler etwas lernen. Und dann hebt es sich also vorne, dass etwas durchgenommen ist. Das ist ein heikles Wort, durchgenommen. Es taucht bei mir so auf, es geht da rein und einer durch, dann ist es durch. Oder? Ja, okay, das ist ja so. Es ist ja genau so. Und dann wollen sie das machen und dann klammert sich also Sachen, es ist durchgenommen, es ist geprüft, es hat sogar ein Arbeitsblatt und das ist sogar korrigiert. Das hast du aber noch nicht gelernt, oder? Mhm. Und ich hoffe, dass ich das immer noch aushalte, dass ich sage, es sind da 20 in diesem Zimmer und die Hälfte schafft etwas. Das ist schon, vielleicht nach aussen klingt das jetzt brutal, aber ich finde das schon ein guter Koeffizient, wenn die Hälfte etwas tut. Weil das andere, wenn du frontal etwas machst, kann ja sein, dass dir fast niemand folgt. Die sind vielleicht anständig, schauen vorne und du hast das Gefühl, du hast es im Griff, du hast es unter Kontrolle. Aber es passiert innen noch nichts, oder? Mhm. Ja, das ist ja sowieso etwas frontal. Ich meine, da erzählt man, aber aktiv macht man selber nicht wirklich etwas. Und ich meine, jeder weiss es. Also ich meine, wenn du irgendwo in einer Welt bist und du bist überhaupt nicht bei der Sache, also ich meine, ich würde dich nicht mal hören reden. Wenn man nicht aktiv mitmacht, dann kann man es ja nicht wirklich lernen. Und das ist ja... Eben, das heißt, ich weiss, dass du das eben nie gemacht hast. Also in deinem Unterricht, wir haben entweder, sind wir, ich weiss noch einmal, ich weiss nicht, welches Programm das war, aber du hast mir ein Bild geschickt, wo man da draußen mit den Karten... Ja, genau. Was ist das schon wieder für ein Projekt? Ich habe probiert, die Schweizer Karte zu bearbeiten. Und die Hälfte der Gruppe ist dort ein bisschen erhöht, oben gestanden auf der Mauer. Und die anderen haben müssen Pfeil setzen.
wenn man gesagt hat, da ist Zürich und da ist Bern, wo wäre denn welche Zone? Dass sie mit dem auseinandergesetzt ist und da ist noch Kommunikation dazu. Ich habe von oben, haben sie das angewiesen. Ja. Die bist auch drinnen im Buch, vielleicht hast du schon gesehen. Ah, schon? Nein, so weit bin ich noch nicht. Nein, so weit bin ich. Ah, cool, ich habe schon die Bilder gesehen. Ich dachte, bin ich echt auch nicht. Das ist ja, schon cool. Du hast so lustig hinter dem ja, Stück ja. Und du hast noch einen anweisen. So. Eben, das aktiv mitmachen, ja. Ich glaube, das ist so wichtig. Das ist, weil ich meine, eben der Noah, mein kleiner Bruder, eben, ich kann jetzt auch ein bisschen beobachten, wenn ich nicht in der Schule bin und wie es bei ihm in der Schule ist. Und vielmal ist bei ihm auch ein bisschen so das Problem, eben, er ist ein bisschen, er will sich bewegen, ja. Er kann nicht einfach nur rumsitzen. Und eben, ich sage, das ist so etwas Wichtiges, Lehrer, wo die Schüler aktiv mitnehmen. Ich sage auch, bei mir wäre es vielleicht auch noch, also ich sage jetzt, ich bin schon ein bisschen, nicht immer der Einfachste gewesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich noch schwerer gewesen wäre, wenn ich zum Beispiel ein Eishockey gespielt hätte. Ja. Wenn ich die Energie nicht dort hätte rauslassen können. Ja, du hast ja dich immer sehr viel bewegt und ich habe den grössten Respekt, du bist ja immer neben der Schule noch viel trainieren, oder? Merci. Und das hat bei dir Platz gehabt, oder? Ja. Du bist robust und hast eine Begeisterung, oder? Dann geht das. Aber bei vielen ist Bewegung wirklich ein ganz, ganz zentrales Thema. Ich habe mir vorgenommen, ich übernehme jetzt noch einen ersten Real im Sommer, dass ich noch mehr weg raus. Noch mehr. Die meisten können und wollen nicht so lange sitzen bleiben. Und wir sind auch nicht für das gebaut. Es sind vielleicht ganz wenige, die vielleicht einmal Forscherinnen werden oder ja. Literaturstudentinnen, oder? Die können vielleicht stundenlang sitzen. Und für die passt es, aber für die ganz grosse Mehrheit nicht. Ich sage, ist nicht die Schule auch so gebaut, dass es genau für die Leute die Schule gemacht ist? Weil ich meine, wenn man früher als Kind nicht für das gemacht ist, dann ist man einfach schon gearbeitet. Ja. Man ist mit dem Vater gearbeitet. Ja. Die Kinder sind gar nicht in der Schule geblieben. Genau. Und die Kinder, die eben so Literatur oder also so etwas verfolgt haben, die sind eben genau in der Schule geblieben und so ist dann aufgebaut, also ich weiss, ich habe die Geschichte nicht gelernt, aber ich kann es mir vorstellen. Mal hat leider auch noch damit zu tun, die Schule, die wir jetzt haben, ist im gleichen Zeitalter erfunden worden wie das Fliessband. Ja, das hast du genau, das hast du beschrieben, ja. Und da finde ich schon noch, eigentlich bin ich nicht ganz sicher, wie genau was der Zusammenhang ist, aber es ist schon noch auffällig, dass es im gleichen Modus erfunden worden ist. Mhm. Jetzt habe ich zum Beispiel heute habe ich 2 Stunden einen dritten Sekt gehabt, da haben wir eine Besprechung gemacht. Wir haben das Thema Mietvertrag gehabt. Das sind so bei lebenskundlichen Themen. Und nachher sind sie eine halbe Stunde spazieren mit ein paar Anregungen. Wenn ihr jetzt das Dritte würdet eine WG machen, was gibt es für Themen und wie würdet ihr die regeln? Ja. Also vom Wutz über den Mietvertrag bis zu Reparaturen oder so oder bis zu Konflikt lösen. Und das unterwegs auf einem Spaziergang. Aber das finde ich jetzt sehr spannend. Du hast gesagt, Themen, wie hast du die genannt? Themen? So ein bisschen lebenskundliche. Eben lebenskundlich. Das ist jetzt auch etwas Neues. Ja, und da finde ich natürlich auch wahnsinnig, dass wir so viele Themen bearbeiten, wo sich die meisten Jugendlichen gar nicht damit verbinden könnten. Eben, ja. Also, ich meine, wir kennt ja, jeder kennt das Beispiel eben, jetzt ganz allgemein, zum Beispiel mit den Steuern. Wir kommen aus der Schule, wir haben keine Ahnung. Ich war 9 Jahre in der Schule gewesen und eine von den ersten grössten Herausforderungen im Praktischen, zum Beispiel Steuererklärung, hast du noch nie gehört, das darf nicht passieren. Ja. Das darf nicht passieren. Ich bin schon dafür, dass man sich ein paar Sachen sich durchbeisst. Und dann kann es mal sein, dass man vielleicht exemplarisch einmal etwas lernt, um sich versuchen auseinanderzusetzen mit Strukturen, Formen, mit Wörtern zum Beispiel. Das kann man schon mal machen. Aber ich frage immer, was hat es mit euch zu tun? Mhm. Jetzt habe ich gerade Prozent rechnen mit der anderen Klasse und die haben gesagt, sucht ein Thema, das euch emotional betrifft. Etwas, das euch interessiert, begeistert, das wäre ganz gut. Oder Angst macht, verrückt macht, zornig macht, ist auch gut. Und dann verbinden wir da verbinden mit Prozent. Dann habe ich etwa 15 Anregungen gemacht. Und dann haben sie zum Teil selber noch Themen genommen. Dann wird es noch viel besser. Jetzt hat zum Beispiel gestern über da geredet, dass jetzt im Lockdown der Umsatz zurückgeht. Die führen das Restaurant. Dann hat jemand das ganz eindrücklich geschildert, wie jetzt die Eltern unter Druck sind. Und hat gesagt, wie viel Prozent geht der Umsatz zurück. Das ist krass, ja. Und das ist jetzt bei ihr Prozent vom Umsatz. Jemand anderer hat sich interessiert für Todesursachen. Die hat sich irgendwie beschäftigt, wie viele Leute sterben an Unfällen, an Krebs und so weiter. Jemand hat sich beschäftigt, wie viele Leute sind schon geimpft. Da habe ich übrigens das nicht auch schon mit einer Klasse gemacht. Und ich mag mich erinnern, dort haben sie auch Haufen eigene Beispiele genommen. Jemand hat zum Beispiel gesagt, ich möchte mal wissen, woher meine Steuergelder gehen. Das hat tatsächlich auf den Bundeshaushalt. Wie viele Prozent gehen woher? Also bin ich noch in der Schule gewesen? Das war die Klasse oben an dir gewesen. Oh, bei mir, okay. Ja. Ich bin ehrlich, ich habe gedacht, die Schule erstickt, das ist jetzt nicht etwas, wo jetzt wirklich etwas, wo mich voll wieder ansprechen, aber sobald ich es anfange zu lesen, ich bin nicht mehr weggekommen. Also sicher? Ja, also ich finde es so das spannend. Ich finde es so spannend. Sehr, dann finden wir richtig. Läuft schon, oder? Du musst schneiden? Ja, ja, ich tue es schneiden. Kannst du schauen. Ich meinte, ich kriege die gerade, ja. Ah, das finde ich. Oh, so geil. Ja. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Nein, ich sehe es nicht. Aber ja, das Bild habe ich gar nicht gesehen. Du hast natürlich auch auf das gut angesprochen, oder? Auf der Stelle. Es gibt Jugendliche, die da vielleicht jetzt auch sagen, das ist mir ein bisschen zu frei. Da habe ich hier und da etwa Rückmeldungen von Jugendlichen, die sagen, sie zwei wieder eins richtig Schule. Und richtig Schule meinen sie dann, es gibt einen Auftrag, den tut man den abarbeiten und dann gibt es eine gute Rückmeldung, oder? Und die brauchen die Sicherheit auch. Mhm. Und dann probiere ich das zum Teil auch zu berücksichtigen. Ich habe jetzt gerade spannende Diskussionen gehabt mit anderen Lehrpersonen, ob ich vielleicht das ein bisschen zu wenig mache, weil es sind ja nicht alle dafür gebaut, um vor Erfolg herzustehen und eine Umfrage machen oder zum selber das Thema Todesursachen in Deutschland irgendwie rauszusuchen, oder? Dort bin ich immer ein bisschen am Schauen. Mhm, aber ist es nicht auch der Sinn für die Kinder, dass, also eben, muss nicht jeder für das gebaut sein, aber dass sie auch lernen in dem Sinn? Weil ich meine, also ich finde das ein ganz spannendes Thema in der Schule, eben, man lernt mega viel, aber man lernt nicht, wie man lernt. Ja. Das ist etwas, wo ich anfangen lernen. Ich habe, in der Schule habe ich mich immer so schwer getan mit Lernen. Ich habe nie gewusst, wie ich lernen sollte. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe es eben immer probiert auf verschiedenste Arten. Ich habe es eben immer gekannt vor der Prüfung. Einfach alles auswendig lernen, ist alles wieder vergessen. Aber wirklich eine Struktur fürs Lernen habe ich nie wirklich gehabt. Ja. Und eben Bücher lesen und so, das war nie etwas für mich gewesen. Das ist für mich in der Schule nicht spannend gemacht worden. Und eben, ich finde, das ist ein Thema, das in der Schule eigentlich sehr spannend sein kann. Eben Lerntechniken, ich glaube, in... Man probiert schon. Mhm. Die meisten Schulen haben sogar ein Gefäß dafür, wo man sagt, Lern- und Arbeitstechnik. Dort aber, glaube ich, das ist schon gut. Aber ich glaube, es müsste noch einen Schritt weitergehen und sagen, wie kannst du dich innerlich verbinden mit dem Thema. Also, wie man zum Beispiel Wörter lernen kann, wie man Text strukturieren kann. Vielleicht haben wir das auch mal gehabt, das ist gut möglich. Ja, aber das ist nur ein Teil, oder? Mhm. Und der andere Teil wäre eben, wie kann ich mich in der Welt bewegen, dass ich auch Themen finde, die mich innerlich berühren. Ja, und dann kommst du für sie. Oder? Mhm. Sorry, was hast du gesagt? Das Gleiche auch mit den Prüfungen. Das ist auch noch ein Lieblingsthema von mir. Mhm. Du hast wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, 1000 Prüfungen gemacht und die meisten irgendwie eine Lektion oder eine halbe oder ein bisschen mehr allein schriftlich. Und das kommt im Leben eigentlich nie vor. Mhm. Das machst du vielleicht einmal noch bei einer Autoprüfung, online etwas. Dann, wenn du vielleicht Zegelprüfung oder Pilzprüfung machst. Aber sonst eigentlich kommst du in viele schwierige Situationen. Du hast vielleicht in einer Familie, in einer Beziehung, am Arbeitsplatz irgendetwas in der Nachbarschaft. Das sind so Prüfungen. Ja. Oder hast du etwas Medizinisches, wo eine Herausforderung ist, musst du einen Entscheid treffen. Aber dort hast du ja immer die Situation, dass du Leute fragen kannst. Dass du einmal drüber schlafen kannst, musst nicht gerade entscheiden. Und dem versuche ich jetzt auch ein bisschen Rechnung zu tragen. Bist du dabei gewesen, ich glaube, als wir die Geo-Prüfung gemacht haben, wo wir eine Tageskarte bekommen haben, dann sind wir im ganzen Kanton gefräst. Das ist absolut meine Lieblingsprüfung. Das weiss ich noch. Ich bin, glaube ich, noch ziemlich gut gewesen dort. Okay. Ich weiss. Und ich finde es eben auch gut, also bei dieser Prüfung, ich meine, ich gebe es jetzt dazu, dort auch ein bisschen beschissen. Aber ich find, im Leben, jeder beschisst mal. Und jeder holt sich ein bisschen Abkürzungen und so. Aber ich finde, eben dort musst du auch kreativ sein. Wie kannst du einen Weg finden, um da die Abkürzung dort und dort zu nehmen? Und ich finde das spannend, ich finde es eben mega lustig. Und eben dort hat man müssen in der richtigen Welt sich eben erkundigen. Genau. Und das ist etwas ganz anderes. Jetzt im Mai habe ich es schon angekündigt, der Schülerin Schüler, dass wir das Thema, das wir vorhin gesagt haben, mit den lebenskundlichen Aspekten, Steuern, Versicherung, Krankenkasse, Mietvertrag, Autoleasen, Lohnabrechnung, also solche Sachen, dass ich da prüfe, und zwar, ich weiß nicht, hast du vielleicht auch schon gehört, Open Book, alle Unterlagen erlaubt, das ist ja nachher auch die Situation. Aha, ja, genau. Wenn du sagst, was ist jetzt da, was hat jetzt das für einen Abzug auf dem Lohnausweis, dann ist ja das nicht so, dass du das allein musst auswendig können, sondern dann fragst du jemanden, oder? Mhm. Und da probiere ich jetzt auch zu machen. Ich werde ein paar Fragen stellen und dann haben sie eine Stunde Zeit und alle Hilfsmittel erlebt. Ja. Also auch Telefonjoker, alles. Ja, also eben alles. Eigentlich in dem Sinne auch zu lernen, wie man recherchiert. Ja. Und wie man, eben das sind Sachen, eben, du machst die Schule halt sehr angepasst. Ich probiere es, ja. Und ich frage mich einfach, von wo kommt das? Weil ich würde jetzt überhaupt nicht frech sein oder so, gar nicht. Aber ich sage jetzt, so Sachen wird immer von den Jüngeren, wenn sie merken, das ist ja nicht so. Eben, ich wollte überhaupt nicht. Aber, also mit 60 immer noch so jung ausgesehen, das ist unglaublich. Aber ich meine einfach, du bist eben in der Schule gewesen, wo es eben nicht so war. Ja. Und dass du jetzt da so mit der Zeit mitkommst und merkst, dass es sich ändern muss, wo kommt das? Das ist irgendwie eine Leidenschaft. Es sind wahrscheinlich verschiedene Sachen. Ich bin ein Lehrer
Familie nie geboren worden. Die Hälfte von meinen Verwandten sind Lehrer. Also, das waren immer schon Themen gewesen. Dann, glaube ich, einer der ganz spannenden, für mich anregenden Momente war Pfadi. Ich habe sehr viel Pfadi gemacht und dort habe ich das Glück gehabt, dass ich immer Leiter hatte, fast immer, die kreativ waren und wo immer den Rahmen ein bisschen aufgetan haben. Und dann habe ich gesehen, das kann man ja so machen. Da gibt es eine Variante. Das macht ja mal Spass. Ich glaube, dort habe ich sehr viel profitiert. Und dann habe ich einmal wieder Glück gehabt, dass ich mit Leuten zusammen war. Eben zum Beispiel in Niederwil habe ich sehr viel gelernt. Also viel, was in diesem Buch steht, habe ich in Niederwil die Städte aufnehmen, wo ich sehr interessiert war und grundsätzlich offen und das dann auch als Schulleiter sehr gerne unterstützt hat, aber da wäre es nicht von mir gekommen. Also jetzt gerade zum Beispiel Lernjournal oder solche Sachen, da bin ich nicht so bewandert gewesen. Da habe ich immer das Glück gehabt, dass ich mit anderen Begeisterten zusammengekommen bin. Also bist du, erzählt? Nein, ich kann nur helfen. Hat es so wie eine positive Dynamik gegeben. Ich glaube, das ist auch etwas, wenn ich noch eins würde, etwas länger studieren, wäre es vielleicht da mit einer Spirale, oder? Das kennst du vielleicht auch vom Sport, dann hast du Erfolg und dann magst du wieder, dann gehst du ins Training, kommst wieder einen Schritt weiter, kommst eine Anfrage über in dieser und dieser Liga oder, zu spielen, dann geht es nach oben. Und wenn dann mal der Pfupf draußen ist und dann magst du nicht zurecht ins Training und dann geht es im Match nicht so, dann geht es hin oder ab. Und ich glaube, im Schulgehen ist das auch so. Das genau, wenn du mal Erfolg hast, jetzt zum Beispiel, dann hast du eben Schüler wie du, die mitmachst an dieser Geografieprüfung und das ist lässig und dann sagst du, jetzt probiere ich wieder etwas anderes, oder? Ja. Habe ich etwas Ähnliches gemacht, jetzt auch mit wieder in der Schule. Ah, schon. Aber eben bist du gerne in die Schule? Kann man es noch überlegen, wo du auch ein paar Fragen schon vorausgeschickt hast. Ich glaube, es war unbeschwert gewesen. Also, und auch ein bisschen unverbindlich. Also in dem Sinn eigentlich noch angenehm. Ja. Und ich habe nie gelitten, so weit kann ich sicher sagen. Und die Schulzeit als Ganzes war gut für mich. Also zum Beispiel in der Kante habe ich erfahren, dass man aus meiner Sicht recht wenig gefordert hat. Dann hast du ein bisschen verkehren. Also wenn du hättest wollen, hättest du dich jeden Tag betrinken. Und wenn es halbwegs noch gegangen ist zum Lernen, hättest du es gleich bestanden. Ja. Aber wir sind dann, glaube ich, ein paar Leute, die gesagt haben, wir machen dann nebendran recht viel. Und das ist eine riesige Chance. Also ich habe von diesen 4 Jahren Kante, habe ich eins auf Südafrika. Da haben wir wahrscheinlich auch hören, ganze Geschichte. Stimmt. Eins haben wir sogar Afrikaans müssen lernen, eine Stunde. Das weiss ich nicht mehr. Die lustige Sprache. Ah ja, genau, stimmt. Ja, stimmt. Habe ich schon mal ein Jahr weniger gehabt. Ja. Ich durfte überspringen, wieder mit der gleichen Gruppe weiterfahren. Genau, bin zurückgekommen und dann habe ich, ich sage auch mal so aus Spass, das Vollpens und Pfadi übernommen. Also mit jeden Samstag etwas helfen, gestalten und dann ein Sommerlager, ein Herbstlager und ein Pfingstlager und einen Kurs und so. Und darum habe ich die Zeit an sich ganz in guter Erinnerung. Aber je länger es gegangen ist, umso mehr habe ich mich irgendwie innerlich distanziert und habe gesagt, das ist nicht meine Welt. Also zum Beispiel, ich habe eine klassische Latein-Matur gemacht, früher haben gesagt, eine B-Matur, da hast du ganz viel Latein und Deutsch und Franz und immer mit Literatur verbunden und dort habe ich den Einstieg nicht so gefunden. Nee. Vielleicht ist es ein bisschen an mir gelegen, vielleicht ein bisschen zu wenig reif und zum Teil habe ich das Gefühl gehabt, das sind irgendwelche Überlegungen gewesen, die mit meinem Alltag wenig zu tun haben und viel mehr noch negativ. Also man hat viele Dramen gelesen, warum geht es all diesen Leuten schlecht? Ja. Und ich das Gefühl habe, ja, das ist schon mal spannend, das anzuschauen, aber 4 Jahre lang ist ein bisschen lang. Darum würde ich sagen, ja, je länger es gegangen ist, desto weniger gerne. Also wenn hast du gedacht, ich will Lehrer werden? Das ist eigentlich schon früh gewesen. Das ist schon früh gewesen, ja. Ich habe einen Aufsatz geschrieben in der 8. Klasse, wo ich gesagt habe, ich will Oberstufe. Ah, schon? Also in der 8. Klasse habe ich noch geschrieben, du hast Astronaut werden. Ja. Und dort stimmt eigentlich noch recht viel. Und dazwischen habe ich mal Mathematiker werden. Das würde auch passen, ja. Und habe dann, ja, ich habe relativ lang gehabt, ich war dort ein bisschen naiv gewesen, ich habe relativ lang gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ich ein gerne Mathe habe und in der Kante ist es mir rumgelaufen. Okay. Dass das noch lange noch nicht heisst, dass der Beruf ist. Ja. Dann habe ich es probiert, 2 Semester oder 3. Sure. Aber es ist nicht gut gegangen. Ja. Ich bin nicht geeignet. Ja, also ich sage, Mathe ist, hätte ich jetzt gesagt, zu faktisch für dich. Also, du hast auch da beschrieben, dass man denkt, dass Mathe zum Beispiel an den Prüfungen soll eigentlich der Unterschied zwischen den Lehrern, wenn die Lehrer Prüfungen korrigieren, also wenn 2 verschiedene Lehrer die gleiche Mathe-Prüfung korrigieren, dann sollte es eigentlich so ziemlich gleich sein. Ja. Aber so wie du es beschrieben hast, die Notenskala steht ganz anders. Das streut extrem. Genau. Und das finde ich etwas mega spannend, dass eigentlich, du musst fast Prüfungen so schreiben, dass du am Lehrer
das Recht machen kannst. Ja, genau. Ja. Also häufig ist in dem System erfolgreich, wer kann den Stoff, den ein Lehrer auswählt, zu der Zeit, die der Lehrer bestimmt, auf die Art wiedergeben, die der Lehrer will. Ja. Und das ist schon eine Eigenschaft. Manchmal kannst du die brauchen, aber es ist schon ziemlich schmal, oder? Mhm, ja. Schon ziemlich... Ja, also ich sage jetzt, eben im Leben ist das halt schon, du musst halt schon, weißt du, gewisse Anforderungen für gewisse, das ist ja schon so. Aber ich... Einfach für die Leute, eben zum Beispiel jetzt, wo, sage ich jetzt mal, mit dem Lehrer nicht so gut haben, und sie sind jetzt in der Mathe-Stunde, der Lehrer ist eben, das tut sich automatisch dann auf die Mathe, aufs Mathe dann aus, und das ist einfach schade. Selbst sagt man sowieso, dass Beziehung zum Lehrer ist einer von den entscheidenden Faktoren, die man lernt. Es gibt so eine ganz grosse Datenbank, also, ob du die kennst, die heisst Hattie-Studie. Das ist der Herr Hattie, der dort der Chef war. Jetzt habe ich gerade Hattie. Und das ist in dem Sinn ganz, ganz beachtenswert, weil die haben, wenn die Zahlen sind, ungefähr, stimmt, glaube 850 Metastudien genommen, also Studien, die andere Studien zusammenfassen. Die 850 Studien haben sich auf 50'000 Studien bezogen, wo man mit, ich weiß nicht mehr, 200 Millionen Jugendlichen durchgeführt hat. Und alle mit der Frage, was trägt dazu bei, dass man lernen kann. Und da kommt man also schon noch auf die Welt. Und dort ist eben zum Beispiel einen guten Impuls geben und ein gutes Coaching und eine gute Beziehung zum Lehrer ist etwas vom Entscheidenden. Und Hausaufgaben kommt ganz schlecht weg. Ja. Zum Beispiel Klassengröße, erstaunlicherweise auch nicht so, wo die Lehrer viel mal sagen, ja, ich habe 25, da kannst du nicht viel machen. Also grösser, umso grösser, je besser. Umso schwieriger, Sagen die meisten. Jetzt sagen aber die Studie, das spielt gar nicht so eine grosse Rolle. Okay. Die probieren die Elemente, wo zum, oder die Faktoren, die zum Lernen beitragen, einzuteilen zwischen 0 und 1. 0 hat keinen Einfluss. Ja. Und dann probieren sie, ich weiß nicht genau, wie man das machen kann, über so viele tausend Studien, aber man probiert es. Irgendwie 0,2 heisst, das ist nicht so viel. Ja. Und 0,2 bis 0,4 ist auch nicht so viel. Das würde zum Beispiel auch von selber passieren. Ja. Also wenn man Jugendliche nimmt, die gar nie in die Schule geht. Ja. Also zum Beispiel Sprache wäre, wo man das sonst irgendwie lernt. Und dann nachher wird es spannend. Und Hausaufgaben zum Beispiel sind in dem Bereich, wo sie sagen, das ist nicht so relevant. Nicht so relevant. Und wenn du dir vorstellst, was da für Kraft eingesetzt wird und was für familiäre Konflikte das auslöst. Ja, das ist ja so. Familie, also Hausaufgabe ist der zuverlässigste Killer vom Familienfrieden. Das kann ich immer. Die Sündung, oder? Wenn du in ein Quartier würdest, von oben her schauen und das kennen, wie viele Fights es da stattfinden. Für das eigentlich nicht so viel bringt. Ich bin schon dafür, dass man diese Sachen einfordert. Und dass es auch zum Teil darf, wenn man wieder zurückkommt auf Abarbeiten oder Lernen, dass es auch diese Sachen abarbeiten muss passieren. Zum Beispiel, wenn ich sage, jetzt gehen wir zusammen, gehen eine Tonne Kopierpapier vom Schulhaus A ins B übertragen, oder? Dann wollte ich das jetzt schon in Diskussion. Also, das ist abarbeiten. Aber das hast du noch nicht gelernt. Ja. das ist so. Eben wie du vorhin gesagt hast, die Beziehung zum Lehrer, eben dass eine riesige Rolle spielt. Ja. Deswegen eben das Wort Coaching. Ich meine, wenn ein Lehrer eben dich so auf den Weg begleitet. Das klingt für mich eben so mächtig. Eben so. Das hat einen grossen Einfluss. Ich glaube, die Schüler wollen gesehen werden. Und es hilft, wenn du fragst, wo du stehst. Da habe ich auch da im Buch hin, das habe ich vom Herrn Müller, Andreas, abgeschrieben von dem Internat. Also statt, bei den Eltern das Gleiche, statt dass sie sagen, hast du das gemacht und jetzt mach das, und wenn du das nicht jetzt auch verantwortlich machst, dann du das Sackgeld streichen. Also ich würde nicht sagen, dass es grundsätzlich nicht möglich ist, aber es ist eine Tendenz, eher fragen, was hast du gemacht in der Schule? Was hat dich interessiert? Was hat dazu beigetragen, dass du es können? Was ist der nächste Schritt? Was könnte jetzt kommen, oder? So Coaching-Fragen, auch von den Eltern her. Ich glaube, das bringt viel mehr. Wie ist denn die allgemein Zusammenarbeit mit Eltern, so als Lehrer? Wie ist das? Erlebe ich im Normalfall gut. Ja. Auch dort, wenn man einmal davon ausgeht, die Eltern setzen sich ein und sie geben sich Mühe und man zum Beispiel mal hört oder mal auch anläutet, wenn etwas gut gelaufen ist, so zusammenarbeitet, erlebe ich es im Schnitt sehr gut. Und da gibt es natürlich auch Ausnahmen, das ist klar, wo vielleicht jemand auch ein Problem hat, oder wenn man auch mal Kabis gemacht hat als Lehrer, das ist klar, oder? Und es vielleicht im Augenblick nicht erkannt. Aber ich erlebe es dort, wo Eltern recht unter Druck stehen. Ja. Jetzt zum Beispiel mit der wirtschaftlichen Unsicherheit. Und dann kann es sein, dass man mal reinläuft. Und dann kommt man dran für etwas und mit einem selber vielleicht. Aber hat sich die Zusammenarbeit mit Eltern bzw.
die Eltern, wie fest sie am Unterricht teilnehmen oder so, ja. hat das zugenommen mit den Jahren? Ja, ich glaube schon, ja. Ja. Also, noch wenn ich in der Schule bin, vor 50 Jahren, dort war eigentlich wenig Kontakt gewesen. Ja. Da ist vielleicht einmal im Jahr vorher, als der Lehrer angerufen hat, etwas beanstandet hat und dann war wirklich Sturm gewesen, oder? Dann war Druck gewesen, oder? Das sind so die Kontakte gewesen. Elternübung hat es eigentlich nicht so gegeben. Und dann haben sich die Eltern immer mehr davon interessiert, das finde ich gut. Und auch schon Eltern, die dann auch Einfluss nehmen, also zum Teil schon auch ein bisschen schwierig. Also zum Beispiel in Bremgarten haben wir mal eine Klage gehabt von einer Mutter, die die Schule hat einklagen wollte, weil die Schulzahnpflegehelferin einen Zahn gezeigt hat, wo ein Loch drin hatte. Genau, ja. Und das heißt, das Kind ist traumatisiert. Oder? Dann wird es schwierig. Oder? Oder wenn ich jemandem sage, komm, wir lesen das zusammen auf, und der Bub sagt nein, mein Vater zahlt Steuern, dass wir einen Hauswart anstellen, oder? Da wird es schwierig. Aber ist denn Gesellschaft in dem Sinn sensibler geworden? Ich glaube, es geht ein bisschen auseinander. Ja. Und grundsätzlich immer noch ähnlich. Aber ich glaube, es gibt schon immer breitere Formen, immer so ein bisschen zittriger. Durch allerlei schwierige Einflüsse, wirtschaftliche Unsicherheit, dann gibt es ja wenig so klare Linien, wie man es macht, in Anführungszeichen. Ja. Es darf jede Familie ihr Leben selber organisieren. Und dann wird es schon breiter. Oder? Und dann gibt es zum Teil schon auch schwieriges Zeug. Ja. Ja. Und dann ist es ganz schwierig zu abschätzen, was soll man aufnehmen und was soll man an sich vorbeigehen lassen. Und da kämpfe ich auch viel, dass mir das nicht gelingt, dass es dann persönlich nehmen, obwohl es wahrscheinlich nicht so gemeint ist. Mhm. Ja. Und auch etwas ganz Spannendes, in der Schweiz werden wir immer kultureller. Wie ist das so? Ja, das ist ein spannendes Thema. Ja. Also du meinst so ein bisschen Multikulti. Ja, genau. Ja. Da musst du halt auch, das ist eine neue Situation, oder? Das ist so. Ich erlebe es jetzt als farbig. Vor mir zu sitzt gerade Piranha Pradiben und Abstrat Hayas Kanten und Damian Stjepanovic und Mersit Husicic und Zidan Seferovic und so. Oder? Das ist so. Ich habe praktisch alle mit Migrationshintergrund. Ja. Das ist cool. Ja, ich finde es anregend, aber natürlich, es macht es nicht einfacher. Ja, das glaube ich. Du bist auch in Südafrika in der Schule gewesen. Ja. Bist du nur in Südafrika noch im Ausland in der Schule gewesen oder sonst noch irgendwo? Jawohl, ja. Ich habe jemanden mal vielleicht reingeschaut an anderen Orten, aber so wirklich kennengelernt habe ich es in Südafrika. Das war noch zu der Zeit von der tiefsten Apartheid gewesen, mit dem englischen System. Ja. Und das ist ziemlich anders, als ich es hier jetzt propagiere. Sehr viel Direktiv, sehr viel Kontrolle. Und dann, das kannst du dir gar nicht mehr vorstellen, ich mir auch fast nicht können vorstellen, damals schon, 1967. Körperstrafe zum Beispiel, also Prügelstrafe, Schuluniformen und eine gnadenlose Kontrolle. Aber ist das nicht etwas schon, also zu der Zeit, wo du in Südafrika auf der Schule warst, wann hat das in der Schweiz aufgehört? Ja, ich glaube offiziell schon lange. Schon lange? Und dann hast du noch so Einzelne, wo dann noch mal ein bisschen ausgerastet sind, vielleicht im Affekt noch geschlagen haben. Das habe ich noch gesehen. Okay. Du wahrscheinlich nicht mehr, glaube. Nein. Ich kenne einfach nur Geschichten von meinem Vater, wo er in der Schule war. Es ist ein ganz anderes Land, ganz andere Zeit. Ja. Eben, das war auch viel handgreiflicher gewesen. Und ich habe jetzt einfach... Und dort in Südafrika ist es, glaube ich, schon ganz stark auf Pflicht gewesen. Und Folgen. Es hat auch innerhalb der Lehrer eine Wahnsinnshierarchie gegeben. Ich würde nie im Leben eine Schule geben. Also es hat zum Beispiel Senior Staff Meeting gegeben, wo nur die älteren Lehrer haben dürfen nach Konferenz. Die jüngeren nicht. Dann hat es das Mikrofon gehabt. Das sind damit Durchsagen gekommen. Dann hat es zum Beispiel geheißen, ich erinnere daran, dass alle Englischlehrer bis am Mittwoch um 10 Uhr alle Hefte abgeben, damit die Fachschaftsvorsteherin kann kontrollieren, ob die richtig kontrolliert haben. Oder? Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen viel über unser Schulsystem gelästert, aber das machen wir wirklich in der Schweiz schon viel, viel besser. Ja, also der Freiraum ist riesig. Das ist riesig. Das glaube ich. Und wie ist das mit den Kindern, die dir in die Schule gehen? Ich meine, wir kennen das immer, eben, man sagt, du bist hier in der Schweiz, das ist ein Privileg. Ja, ich glaube, die kennen nichts anderes. Kennen die nichts anderes. Und sieht man aber auch, dass sie das schätzen, dass sie in die Schule dürfen? Oder ist das eben auch so, dass es auch noch Kinder sind und sie denken sich, ah, oh, Schule, scheiss mich eigentlich an? Ja, ich glaube, das ist ähnlich wie da. Ist das so? Ja. Was aber ist, wenn du dort mal irgendwie sagst, okay, ich tue mich da reinfügen, dann gibt es Sicherheit. Ja. Oder weil du weißt ganz genau, was du machen musst. Ja. Und wenn du es nicht machst, dann kommst du Schläge. Also, und nicht im Affekt, sondern das ist in der Liste. Oder? Also, frech gibt irgendwie 6 und 15 machen gibt 3. Also, ja, das ist so. Und dann die das irgendwie können, ausklammern, mit eben nicht sagen, warum das Ganze, die fühlen sich wohl. Und dann kommst du Abzeichen über.
Und dann, wenn du es ganz gut machst, wirst du Präfekt. Das ist so eine Art Oberschüler, wo dann diese kann beaufsichtigen kann. Und dann kommst du in eine Rolle rein, wo du das vielleicht noch gerne machst. Oder? Also dort habe ich schon jemanden auf 10 beißen. Kommt einer und sagt, Dani, deine Haare. Morgen um 10 Uhr kannst du zeigen, oder? Wir schneiden. Und ich glaube, das hat ihm doch eine gewisse Freude gemacht. Oder? Ja, ja. Und dann sind viele sind dort aufgegangen, aber natürlich von meiner Weltanschauung her, das ist der Tod, oder? Mhm. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Also. Das Normieren, das Abwürgen von der eigenen Initiative. Oder? Da hat es noch so Nischen gegeben, die sehr gut gepflegt haben. Und dort haben sich dann auch Leute können wirklich gut entfalten. Also wir haben zum Beispiel, obwohl es auf Stufe Kantig war, 13.35 die letzte Stunde gehabt, fertig. Musst du dir mal vorstellen, 13.35, das ist für mich natürlich wie Ferien. Ja, ja. Und nachher hast du Theater, Tennis, Schule, Sport. Also du als Sportler wärst du wahrscheinlich glücklich geworden, weil es immer um 13.35 wäre Sport losgegangen. Also, jeden Tag. Oh, das ist so ein englisches System. Du bist relativ klein und dann gibt es die selber gewählte Sache. Und dann kannst du natürlich schon entfalten. Mhm. Denkst du, in der Schule braucht es mehr Sportstunden oder die Stunden, die man hat, mit mehr Bewegung verbinden? Ich würde halt allgemein mehr Bewegung machen. Ja. Ja. Also, ich jetzt, darf jetzt mit dem Förster abmachen, dass wir einen Waldplatz haben. Im Augenblick finde ich es nicht so lässig. Und gerade noch die mit den so langen Fingern. Sind nicht so begeistert. Jetzt haben wir es eher wieder ein bisschen zurückgenommen. Aber starten wieder mit der ersten Real und dann probieren, dass wir möglichst viel in den Wald gehen. Und Bewegung, also ich finde Sport sehr gut, sehr gesund. Aber es darf ja neben dem auch noch sein, dann zum Beispiel ein Feuer machen. Das ist ja auch Bewegung. Mhm. Oder Kartenkunden haben wir auch ein paar noch müssen, oder? Also, wir sind, glaube ich, voll mit dem Bus und dann zurückgelaufen und dann sogar noch als Prüfungsform, oder? Ich weiß nicht, wie magst du erinnern? Hast du müssen unterwegs den Weg erkennen? Ja, genau, ja. So solche Arten von Bewegung. Mhm. Was mich dort auch begeistert, ist, bin ich im Oktober, der Werklehrer und ich, plus 16 Freiwillige, sind wir eine Woche im Wald gewesen. Also jetzt, wann ist es? Das ist jetzt im letzten Oktober. Ah, letzten Oktober. Nicht der Lenzer, ja. Als Wahlwoche. Wir haben so ein Konzept, dass du über das Jahr verteilt eine Woche wählst. Die sind in der Ferien, dafür hast du eine Woche mehr Ferien. Das ist so ein Konzept, das andere schon haben. Und dort habe ich sehr, sehr Freude gehabt. Das war für mich eine der schönsten Berufswochen gewesen. Wir haben gar nicht viel Programm gemacht, also zum Beispiel alle herhören und dann alle Löffel schnitzen. So. Das machen wir vielleicht das nächste Mal auch. Da haben wir alles nicht gemacht. Und es hat es gar nicht gebraucht, weil die Natur war so anregend gewesen. Wir haben frossen übernachtet, also haben sie können wählen, Zelten oder Hütten bauen. Im Oktober? Ja. Okay. Dann musst du auch noch ein bisschen Mühe geben, das nicht durchziehen. Oder? Wir haben es im Oktober genommen. Ja. Im Sommer, wenn es nachts 20 Grad ist, dann kannst du überall hinlegen. Das ist ja so, ja, ja. Also wir mussten ein bisschen schauen. Und ich komme zurück wegen der Bewegung, die du fragst. Die sind den ganzen Tag in Bewegung gewesen. Ja. Und da hat es wunderbare Bilder gegeben. Zum Beispiel, ich habe einen halben Klassensatz Sagen und Äxt mitgenommen, oder? Und da hat es einfach wieder 15-Jährige gegeben, die 40 Stunden auf einen Baumstrunk gehauen haben. Oder? Das ist auch Bewegung. Ja. Ich sehe es in dem Sinn recht breit. Da gibt es übrigens auch ganz viele Studien, die das belegen. Also, dass mit Bewegung lernen besser ist. Ja. Ja. Ich weiss noch, das Projekt, ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern, aber das mit der Schatzsuche. Jawohl. Wie hat das schon wieder funktioniert? Ja. Was ist das genau? Geonite. Wie ist das genau gekommen? Das ist so geil gewesen. In altersgemäßen Gruppe, dort bist du wahrscheinlich bei der ersten, zweiten. Ja. Ja, die Dumme, ja. Jawohl. Haben wir so Hinweise bekommen und dann zu jemandem heim müssen. Und dann hätte ich dann Tipps gegeben und dann haben die Tipps sich zusammengefügt und dann haben wir alle miteinander herausgefunden, dass der Schatz dort zwischen... Genau, also es war so in Gruppen und die Gruppen, also die einzelnen Gruppen hat jeder hat Informationen geholt und die Informationen haben sich dann zusammengetan, oder? Genau. Und dann haben wir den Schatz zusammengefügt und ich habe es dann so eingerichtet, dass am Schluss mit diesen Informationen hat es ein kleines Quadrat gegeben. Genau, ja. Übrigens das Loch gibt es immer noch. Ah, schon? Ich war letztens wieder dort gewesen. Und das war die Idee, dass dann alle einen Spaten bekommen und dann geht es los und dann müsst ihr das quasi achern, oder? Mhm. Aber wie kommst du denn du einmal auf so eine Idee? Das ist jetzt, glaube ich, schon ein bisschen von der Pfadi. Von der Pfadi? Ja. Okay. Aber also, allgemein, das sind die Ideen, also das ist unglaublich, das also, glaub, macht so Spass. Ja, und ich glaube, das ist, wie ich vorhin gesagt habe, so etwas, was sich dann selber entwickelt. Ja. Und dann habe ich das Gefühl, es ist gut gegangen, es kommt auch wieder etwas zurück. Und dann kannst du wieder etwas Neues aussehen. Mm-hmm. Und dann glaube ich schon, also Jungach, Pfadi, Blau, Ring, Zefi, das ist so ein bisschen wie Sprache, die Art von Aktivität. Mm-hmm. Hast du noch vor, länger in der Schule geblieben? Also länger, ja, also jetzt konkret im August starte ich noch einmal. Ich habe das Gefühl, ich mag noch. Mm-hmm. Und dann, wenn
Das ist wahrscheinlich wieder 3 Jahre, so mit dem Klassenzug. Dann bin ich 64 und dann schaue ich mal. Ja. Was ist jetzt so dein Projekt? Also wo bist du? Du hast jetzt eine Realklasse. Ja, ich fange wieder an mit der ersten. Nach dem provisorischen Plan habe ich ganz viele Stunden in dieser Klasse. Ja. Oder sonst in der Oberstufe sind wir ja auch, wie man früher das nur von der BITS kennt, hat ja stark im Fachlehrsystem. Mhm. Und ich habe jetzt sehr Freude, ich habe fast alle meine Stunden in dieser Klasse. Das heisst, ich kann sagen, jetzt ist schön Wetter oder jetzt ist Schnee, jetzt gehen wir raus. Und das tut natürlich den Bogen wahnsinnig auf. Mhm. Ist Alter durchgemischt oder nicht? Nein. Das, wir sind dort relativ konventionell unterwegs, was die Klasseneinteilung anbelangt. Aber wir haben eine ganz tolle Schulleitung, die uns sehr viel Spielraum lässt. Und den nutze ich auch ausnutzen. Mhm. Ziemlich intensiv. Mhm. Und auch das Kollegium ist ganz toll. Also, wenn ich jetzt gesagt habe, ich möchte gerne, dass ein Schüler von mir immer am Dienstagmorgen in den Kindergarten geht, dann haben die anderen Kollegen gesagt, finden wir gut. Was ja auch noch durchaus möglich wäre, dass jemand kommt und sagt, was, der fehlt dir in meiner Stunde, oder? Ja. Der fehlt dir in einer Englischstunde, da geht er nicht. Und das ist bei uns anders. Die sagen, ja, der muss halt schauen, wie er es dann macht und kann man so einteilen. Mhm. Das ist nach wie vor ein ganz grosses Anliegen von mir, dass ich so einteile, dass auch so andere Projekte möglich sind. Oder ich hatte zum Beispiel das letzte Jahr einen gehabt, der ist in der 8. Klasse irgendwie 1,85 und ein Vollbart und hat nicht so ausgesehen, dass er noch lange Lust hätte, Zettel ausfüllen und sitzen und hören. Mhm. Ein ganz guter Typ. Und da habe ich dem gesagt, du, ich glaube, bis Ende 9. das wird noch schwierig. Du könntest schon während der Schule in eine Autogarage, das ist absolut ein Autofreak. Ja. Du könntest schon arbeiten, nicht als Strafe und nicht als Belohnung, sondern einfach lernen außerhalb des Schulareals. Und das hat, hat sehr gut funktioniert. Ja. Das ist jetzt ein bisschen eine Paradegeschichte. Es geht nicht immer gleich. Es ist allein schon etwas in die Hose. Aber das ist jetzt sehr gut gegangen. Und dann hat der Garagist gesagt, wir wollen dich. Und zwar im August. Nicht im August, im Jahr. Dann haben wir noch überspringen. Ach, wir haben einfach in Mitte 8 gesagt, du bist Mitte 9. Wir haben ein neues Kleben drauf. Ja. Und dann hat er ein Jahr Praktikum gemacht und die letzte Woche den EFZ-Vertrag bekommen für Autonomie. Das ist so für mich eine Traumgeschichte, weil man kann sagen, es müssen nicht alle gleich lange in die Schule. Und dann habe ich auch wieder andere, was wahrscheinlich jetzt der August noch ein bisschen früh ist für eine Lehre. Die machen dann noch etwas Zusätzliches, vielleicht ein Zweitschuljahr. Und das ist völlig normal. Ja, sicher. Und wie ist so die Dynamik zwischen Sek und Real? Gibt es da ein so einen Unterschied? Bei uns ist es ganz spannend, wir haben das gleiche Schulzimmer in Niederlande. Also dort sind wir recht innovativ. Ich habe mit meiner Klasse gar kein Schulzimmer, sondern wir haben eine Art Grossraumbüro. Ja. Also wenn du mal schauen willst, das lohnt sich. Ja. Ja. Wir sind nicht die Einzigen, aber es ist noch nicht so bekannt. Wir haben 160 Quadratmeter, das ist ungefähr doppelt so gross wie 2 grosse Schulzimmer. Und dort hat jeder seinen Büroplatz. Sie haben es noch gerne, also, so mit einem Pöntchen, so ein bisschen Aufsatz, wie in einem Callcenter. Ja. Und er hat 3 Jahre den gleichen Platz. Ah, ist das? Man kann mit dem Pult vielleicht rumfahren nach einem halben Jahr, aber das ist sein Arbeitsplatz. Und da sind alle drin? Also wie viele Schüler sind da drin? 40. 40 Schüler? Ja, 35, 40. Weil du fragst, ist Sekreal. Das ist bei uns noch nicht ältester Mist, aber es ist die erste Sekreal, zweite Sekreal, dritte Sekreal. Und das ist so wie eine Art eine Homebase, könnte man sagen. Ja. So eine Basis, wo du von dort aus gehst, lernen. Und dann wollen wir etwas miteinander machen, konventionell. Das gibt es bei mir auch. Alle herhören, heute Morgen, Kalter Krieg oder Mietvertrag. Oder? Dann gibt es einen Input von mir oder von einem Schüler. Und dann gehen wir in ein anderes Zimmer. Wir sagen dem Input-Raum. Das sind dann recht kleine, 35 Quadratmeter. Das ist dann die Hälfte von einem Schulzimmer. Und das ist dann mit 20 relativ voll. Ja. Aber dort bist du ja nur vielleicht eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde. Und dann konzentriert sich etwas auf einen Bildschirm oder auf ein Plakat oder auf jemanden etwas erzählt. Und dann gehst du wieder zurück in dein Office, sagen wir. Aber und dann ist Sekreal sehr gut verbunden. Ja. Und ich erlebe eigentlich keine Konkurrenz. Genau, also eben die Realschüler sind nicht so, dass die keine Lust auf die Schule haben, beziehungsweise ist es so, dass sie keine Lust haben oder die Schule sie ein bisschen abgeschoben hat, dass sie keine Lust mehr haben? Beziehungsweise eben, man gibt ihnen nicht mehr so die... Ich weiss einfach, mein Bruder war in der Real und er hat es einfach so empfunden, dass er ist wie so ein Schüler, auf ihn gibt man nicht mehr so Wert, das ist ein bisschen egal. Also es ist schon bei uns eine schwierige Stufe. Da wäre bei einem ganz anderen Thema, ich würde eben nie im Leben, würde ich ein Kind nach der 6. sortieren. Ich glaube, das geht nicht. Das ist gerade das Thema, das ich auch ansprechen wollte. Ja. Und das passiert schon in deiner Realschule, wenn sich dort die beteiligten Lehrpersonen, Leitung, Schüler, Eltern nicht speziell Mühe geben, dann ist es wirklich heikel für eine Realschülerin, Realschüler. Weil die Stärken von der Realschülerin und Realschüler liegen eben nicht beim sitzenlosen Schreiben. Mhm. Und genau da müssen sie ja vielmal den ganzen Tag machen, wenn sich die Lehrperson nicht auf das einstellt. Ja. Also das ist schon noch eine gewisse Gefahr. Eben, aber es ist nicht so, dass die Schüler in dem Sinn
nicht, dass sie eigentlich Schule, also dass sie keine Lust auf die Schule haben. Ich glaube nicht. Einfach ihre Stärke irgendwo anders sind, aber es eben nicht das ganze Schulsystem passt und deswegen werden sie so abgeschoben in dem Sinn. Okay. Es kann schon sein, dass ein Küfte, dass es ein bisschen mehr sind, die an mehreren Orten Probleme haben. Ja. Also die Liste stimmt auch nicht, dass zum Beispiel die Realschule einfach gute Handwerker sind und die nicht, oder? Das stimmt nicht. Es gibt vielmal Jugendliche, wo es noch gut läuft. Die haben das Glück, dass sie unterstützt werden. Und dann sind sie gut im Sport und sozial gut und können noch Musik machen und sehen gut aus und so weiter. Also da gibt es so ein bisschen, schon ein bisschen Klümpen. Aber wenn wir auf das eingehen, wo die Realschüler gut können, dann glaube ich, geht das gut. Und wenn man sich auch dort mehr Freiraum kann nehmen kann. Mhm. Es ist auch häufig noch so, dass die Eltern von den Realschülern und Realschülern ein bisschen weniger reinreden. Ja. Also ich habe es jetzt noch nie erlebt, dass jemand kommt und sagt, ja, aber sie, meine Nichte ist jetzt in Baden in der Schule und die sind zwei Seiten weiter im Mathebuch. Das hat man weniger, oder? Ja. Was du an einer Bits schon hast. Also dort bist du unter Kontrolle, wenn ich so ein kleines Klischee darf. Kann das auch sein, dass eben Bits Schüler, das ist ein bisschen der Druck der Eltern da und bei den Realschülern ist ein bisschen mehr, also es geht eher nicht in die Richtung von Schule, sondern ein bisschen mehr. Ja, wenn die Schüler gerne kommen, wenn sie eine Lehrstelle finden und es ihnen grundsätzlich wohl ist, dann hast du von den Eltern eigentlich schon eine Unterstützung. Mhm. Sie sind weniger heikel. Ich hatte letztens ein Elterngespräch, das mich da noch berührt hat. Einer gesagt, und nächstes Jahr mein Sohn mit du. Ich sagte, ja, sehr gut, ciao. Das ist ja auch durch das Vertrauen, oder? Ja. Ein bisschen einfacher. Ja. Und ich hatte auch mal ein älteres Gespräch, wo jemand mit 22 Traktanden gekommen ist und es hat nicht mehr aufgehört. Oder? Okay. Wie ist das ganz genau mit dieser Aufgabe? Und wie haben Sie das Kompliment gemeint? Ist das nicht falsch? Sicher? Also, es gibt wirklich so krasse Beispiele, okay. Ja, das ist jetzt auch eine Ausnahme. Ja. Hast du den Real ein bisschen weniger. Mhm. Jetzt ist noch ganz spannend, alle Leute reden ja vom Lehrplan 21. Oder? Man hat sich jetzt ja in der Deutschschweiz gefunden und macht das Schulsystem ein bisschen enger. Und dann haben wahrscheinlich die Verantwortlichen das gut gemeint und haben die gleiche Stundentafel gemacht für BZEC Real. Mhm. Also der erste Realer hat die gleiche Stundentafel, also gleich viel Mathe, Deutsch und so weiter, wie der Spätzler. Ja. Und du bist nicht so ein Fan davon? Nein, ich habe das Gefühl, das kann gar nicht sein. Mhm. Wahrscheinlich ist die Idee dahinter, dass man gut wechseln kann. Dass wenn jetzt Realschülerin merkt, ich bin auch gut, dann kann sie in die Zeck wechseln, hat die gleichen Stunden. Aber ich glaube, es funktioniert nicht, weil wechseln ja relativ wenig. Und du müsstest mit der Realschule ganz viel von Hand machen. Weil das machen sie ja nachher. Ja. Also viel Werken, viel Hauswirtschaft, viel Textilswerken, viel Verrossen, praktisches Zeug, weil das machen sie ja nachher. Mhm. Also, und jemand, der wechseln will, der findet auch einen Weg mit einem anderen Stundenplan. Das also, ist schon so. Theoretisch müsste ich Plusquamperfekt besprechen, ich müsste die Innenwinkelsumme von einem Dreieck und so weiter. Da kann man schon mal machen, um ein bisschen das Abstraktionsvermögen anregen und so weiter. Aber schon nicht allzu viel. Mhm. Es bringt uns keine Zukunft. Ja. Viele können es nicht, wollen es nicht. Mhm. Und dann fängt es an zu böckeln. Mhm. Wie du vorhin gesagt hast, du willst nicht in der 6. Klasse sortieren. Ja, also meine Mutter ist so in die Schule gegangen, sie ist bis in der 9. Klasse in der 1. Klasse gewesen. Wo ist sie denn gewesen? Also sie ist in der Slowakei in der Schule gewesen. Und dort hat man es eben so gemacht, dass man bis in der 9. Klasse 1. Klasse ist. Und das willst du auch so machen? Unbedingt. Unbedingt? Unbedingt, ja. Aber wie würdest du Klassen... Könnte man dort auch Klassen durchmischen? Ja, ich würde so Lerngruppen machen. Vielleicht so ein Modell zum Beispiel... 30 Jugendliche und 4 Lehrpersonen oder so. Mhm. Irgendwie so kleine, überschaubare Gruppen. Wenig Fachleute draussen, die sich ständig damit beteiligen, weil die Koordination wird ganz schwierig. Mhm. Man profitiert fachlich, aber es wird schwierig. Also ich würde irgendetwas Familiäres machen und dann schauen, dass sich die Leute reingehen, dass auch die Schülerinnen und Schüler Verantwortung übernehmen. Das ist eben etwas, wo extrem viel kannst, mithelfen kann, wo viel kann bewirken kann, meine ich. Und dann nicht selektionieren, weil es geht auch nie auf. Es gibt ja nie, oder ganz selten so, die Jugendliche, die jetzt klassisch in Pizza oder in Zeck oder in Real passt. Es gibt immer Überschneidungen. Ja. Nein, ich würde das nicht. Ja. Das aber jetzt, eben, wie du gesagt hast, Realschule, wir aber mehr in die Richtung und ein bisschen mehr in die Richtung. Aber wenn du jetzt nicht würdest sortieren, wäre das nicht schwieriger, um so ganzen Plan zu machen? Es ist einfach eine andere Denkart. Mhm. Oder hättest du vielleicht das Thema Mathematikflächen zum Beispiel. Mhm. Und dann
würde die meisten sich mit dem beschäftigen. Dann hast du vielleicht Serien, die gerne ins Abstrakte gehen, die vielleicht mal etwas Entwicklungsmäßiges machen. Und die haben dann das Klassische, was du dann ein bisschen machst, mit allerlei Modellen und Berechnungsarten und Trigonometrie und alles Mögliche. Und andere würden zum Beispiel mit dem Werklehrer etwas machen mit Flächen. Oder im Idealfall ging es so, ja. Zum Auswart, hat es gerade etwas geklickt bei uns in den Niederlands, die wären dort vielleicht dabei gewesen, um eine Fläche wieder machen. Da wären alle am Thema, dann tust du auch einander berichten, was du machst. Und dann müssen wir ein bisschen so gehen. Und dort sind wir bei etwas ganz Fatalem. Alle Lehrpersonen, die bei uns sind, die sind ungefähr 10'000 Stunden selber in die Volksschule und nachher noch eine ähnliche Portion bekommen, bis Lehrer sind. Also sie sind grössenordnung 20'000 Stunden in der Schule gewesen. Ja. Und da gibt das so ein betoniertes Bild. Das ist der Wahnsinn, oder? Ja, ja, ja. Also wir haben in Niederwil, das war gerade nach deiner Zeit, gewesen, haben wir einen engagierten Mensch gehabt, der sich beworben hat als Lehrer. Und der hat zum Beispiel gesagt, Geschichte, ja, wenn das nicht alters, wenn das altersgemischt ist, dann geht es ja nicht chronologisch, schön der Reihe nach, sondern dann kann es ja sein, dass man den Zweiten Weltkrieg vor dem Ersten bespricht. Mhm. Dann gesagt, ja selbstverständlich, es könnte sein, dass man es gar nicht macht. Es könnte sein, dass das Thema Konflikt ist, zum Beispiel Syrien oder Asylwesen oder irgend so etwas oder Bergkarabach oder irgendetwas. Es muss ja gar nicht der Zweite Weltkrieg sein. Und dann ist er totenbleich und gesagt, dem komme ich nicht. Der hat so ein Bild gehabt, Geschichte heisst. Der Lehrer tut etwas aufbereiten und man geht chronologisch durch an Themen, wo man so mal gesagt hat, sind wichtig. Ob es noch wichtig ist, müssen wir noch schauen. Ja. Und der hat sich gar nicht können lösen können. Und das ist der Tod, oder? Das, das geht nicht. Ich habe ja auch immer gedacht, wir haben einmal Studenten, also junge Lehrer. Und ich habe eben gemeint, sie sind eben jung und sie kommen mehr auf einem zu. Und eben, sie machen es moderner, aber es war am Schluss eben nicht so gewesen, weil eben das Schulsystem so verankert ist und das eigentlich alle so mitgehen. Das sie können sich das gar nicht vorstellen. Obwohl eigentlich die Fakten sind erdrückend klar. Mhm. Es gibt, das ist eines von meinen Lieblingsthemen. Ich habe zwar heute schon ein paar Mal gesehen, aber ich habe verschiedene Lieblingsthemen. Wenn du Lehrer fragst und sagst, mach eine Woche ins Theater oder geh eine Woche Velo fahren oder geh eine Woche in den Wald oder irgendetwas. Oder sagen mal, die Schüler sollen selber etwas aussuchen. Sagen sie, ja, der Stoff, oder? Und ich bin schon hinten drin, oder? Und jetzt fehlt mir noch mal eine Stunde. Und was, am Donnerstag, da ist ja noch aufgehört und von dich nahm, da fällt noch mal etwas auf, oder? Und dann sage ich ihnen, hast du gewusst, dass bis vor kurzem Schülerinnen und Schüler, die zu Luzern in die Schule gegangen sind, im Verlauf von 9 Jahren 2'000 Stunden weniger in die Schule sind, als die in St. Gallen. Also es kann ja allein wegen dem schon nicht sein, dass ein paar Stunden mehr oder weniger irgendeine Auswirkung haben, fatale. Also das eben die Schweiz. Ist das so krass in der Schweiz? Ja. St. Gallen 2'000 Stunden mehr. Du hast es auch so geschaut. Du hast ja nicht gewusst, dass St. Gallen 2'000 Stunden gescheiter. Ja, für das Zeichen sind das ist einfach ein anderer Plan. Oder? Und so Sachen, die haben sich so fest einbetoniert, dass es darum dort wenig Änderungen gibt. Ah, oh, krass. Und das ist krass, in Tessin, die haben die nicht irgendwie längere Sommerferien? Das kann gut sein, ja, dass sie irgendwie 2 Monate Ferien haben. Ich habe gemeint, die hätten 2 Monate Ferien. Wie ist das denn so mit Ferien? Das ist ein ganz spannendes Thema. Ja. Früher haben wir immer gesagt, Ferien du dir holen, nachher mögen sie wieder. Ja. Und heute tue ich beides beobachten, dass es so ist und dass nachher total durch den Wind sind. Ja. Also, ja, das ist manchmal, du hast das Momentum und dann kommen Ferien und dann ist alles weg. Ja. Einmal bringt und sie dann raus, die ein bisschen gleisen, zum Beispiel Auffahrtswochenende, wo dann vielleicht 70 Stunden gamen. Ja, eben. Da hast du 2 Tage, bis du wieder wissen, wie es heisst. Das ist krass. Oder? Das ist wirklich so. Und vor allem haben wir einen Ausfall gehabt. Das passiert eigentlich nicht mehr, oder? Stundenausfall. Mhm. Und dann ist eine Lehrerin gekommen und hat gesagt, hey, das kannst du nicht machen. Jetzt sind die 4 Tage daheim gewesen. Die sind total durch den Wind. Also, letztes Jahr habe ich auch zu ihm gesagt, irgendwann, wenn ich möchte, gönnen gegen dich, darf ich dich mal filmen am Ende morgen. Der ist dermaßen zerstrubelt da innen gehockt und hast gewerkt, hast los, der weiss noch nicht, was für eine Woche da, wo er ist. Und dann gehen sie am 9. wieder heimgehen. Ja. Die haben Jetlag, oder? Ja. Dann wird es nicht schlecht, oder? Begreife ich noch, wenn du 4 Nächte hintereinander bis um 5 Uhr gegamert hast und plötzlich musst du um 6 Uhr wieder auf, oder? Ja. Hast Jetlag. Eben, das meine ich, aber es sind nur Probleme, wo wir eben, also das sind Probleme, die wir vor 50, 20 Jahre gar nicht gehabt. Aber eben, es bleibt immer gleich vom Schul, aber das Problem ändert sich. Eben, es ist mega spannend, was du da reingeschrieben hast. Statt unser Schulsystem befreien, tut man es, wie hast du beschrieben? Ja. Statt befreien... Man tut es ein bisschen belüften. Ich habe so ein Bild genommen. Genau. Das Schulsystem ist wie so ein lebender Organismus und dort drauf liegen Steine und sind so Seile ringsherum, die es beengen, oder? Es stecken. Und jetzt statt, dass man
die Seile wegschneidet und die Steine wegdreht, tut man das Beatmungsschläuchchen genau, einsetzen. Ja. Das kann punktuell etwas helfen. Und dann sind wir bei etwas ganz Spannendem. Wie soll man die Schule frisch machen? Oder? Es gibt viele Lehrer, die sagen, nein, nicht schon wieder eine Änderung. Oder? Irgendein Projekt, das macht nochmal Ruhe drinnen. Sondern jetzt bleiben wir mal so gleich. Und ich sage, da, was wir jetzt machen, wenn du die Leute verrückt machst und dann tust du irgendwie ein paar Stunden verändern und es gibt ein bisschen Umtrieb, das bringt noch nicht. Ich würde, wenn schon, würde ich total ändern. Mhm. Und einmal hocken und sagen, was wollen wir? Einfach durchschneiden. Und jetzt fangen wir neu an, oder? Ja. Aber das geht nicht. Das geht nicht. Das ist schwerfällig, oder? Ja. Da gibt es eine riesige Geschichte. Jetzt zum Beispiel hat man etwa 10 Jahre investiert und die Hauswirtschaft neu organisieren. Mehr noch ein bisschen auf Wirtschaft und Handel und so, das sind wahrscheinlich alles gute Überlegungen, aber ja, du hast 10 Jahre Schulleitungen und Lehrpersonen verheizt und es ist vom System her immer noch gleich. Ja. Ich habe sogar das Gefühl, es ist in dem Punkt nicht so ideal, weil sie dann viel weniger mit den Händen machen, ja, noch mehr theoretisch. Ja. Statt dass man mal sagt, was ist heute die Situation, wie können wir die Jugendlichen unterstützen? Aber wie kannst du das einfach neu anfangen? Das ist ja, ja, das ist das möglich? Ich glaube, das ist eine Entscheidung, ich glaube nicht. Nein. Ich glaube, wo wir eine Chance haben, ist, dass wir die Verordnungen, das Gesetz ein bisschen lockern, dass die den Fuß haben, dass man die unterstützt und nicht bremst. Ja. Ja. Das Ganze, das ist wie ein schwerfälliger Tanker. Also, wenn ich ein bisschen pessimistisch aufgelegt bin, sage ich, unser Schulsystem ist ein bisschen wie Titanic, wo am Untergehen ist, jetzt tut man noch die Tischtücher wechseln. Oder, ich habe nichts gegen frische Tischtücher, aber es ist nicht hilfreich auf die Titanic. Oder? Wir sind nicht auf Kurs. Okay. Gibt es auf die Sicht, gibt es ein Land, wo in dem Sinn so modern ist? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist voll brav. Du bist nicht Bildungsexperten, aber das sind die relevanten Fragen. Gefällt mir. Ich habe zumindest das Gefühl, Dänemark. Die sind viel, viel offener. Also ich weiß nicht genau, wie es heute ist. Ich habe mal vor längerer Zeit eine Studienreise gemacht. Und was mir absolut eingefahren ist, wenn du Dänemark damals eine Privatschule eröffnen wolltest, dann hast du 3 Bedingungen erfüllen in dieser Gemeinde. Es war übrigens sehr viel lokal gewesen. Ja. Du musst einen Chef haben, der die letzten 2 Jahre nicht im Gefängnis war und eine Idee um 11 Schüler. Ja. Oder? Das finde ich, das ist wirklich eine andere Liga. Ja, aber ich nehme so, die Schule hat bei ihnen auch so angefangen. Ja, aber die sind schon immer ein bisschen voraus gewesen. Schon. Und dann hast du dort eine Privatschule und dann gibt das Impuls, oder? Dann legen die einen anderen Schwerpunkt, der sich dann im Idealfall gut auswirken kann auf die Schule. Ah, und übrigens, ganz wichtig, 85% zahlt der Staat von dieser Privatschule. In Dänemark? In Dänemark, damals, schon. Ja. Ich weiß nicht genau, wie es okay. Da wäre jetzt zum Beispiel ein... Also damals heisst es 19... Ja, kurz nach dem Rüttelschuh, 88. Aber ich glaube nicht, dass das alles verloren haben in der Zwischenzeit. Das wäre ja wirklich eine radikale Änderung. Oder eben da, wo du erzählt hast von dieser Privatschule. Eine andere in der Nähe von Solothurn, da ist mir auch absolut eingefahren, die haben auch einen Stundenplan. Aber sagen, du kannst ein Kind, die geht es eher um kleinere. Wenn es noch nicht bereit ist für Zahlen, dann kannst du es nicht zwingen. Das ist in Solothurn? Also, ja, in der Nähe von Solothurn, ja, eine Privatschule für Primar. Das ist, wenn du eine Pflanze ziehst, ja. machst du sie kaputt, die wachst nicht schneller. Ja, das ist eben individuell, jeder hat du kannst schauen, dass das Umfeld gut ist und dann kannst du ein bisschen Dünger geben und schauen, dass es Licht hat und so. Da kannst du mal, aber du kannst nicht an der Pflanze ziehen. Mhm. Und dann gibt es dort eine Nagelprobe-Frage, wenn Eltern kommen, sagen sie, mein Sohn wäre da vielleicht noch interessiert. Und dann sagen sie, Sie wissen, es ist freiwillig, da an dem Unterricht mitzumachen. Unterricht ist immer auch ein heikles Wort. Am Lernen, gesteuert, im Stundenplan mitzumachen. Aber wenn jetzt Ihr Sohn noch will, ein halbes Jahr mit dem Dreirad um die Schule herumfahren, ist das für uns okay. Und dann gibt es Eltern, die sagen, boah, das ist die Lösung, das ist wunderbar. Und es gibt Eltern, die sagen, was? Der lehrt ja uns ja nichts. Ja, ja. Und dann merkst du gerade, ob es zusammengefasst ist. Wie du gerade gesagt hast, Unterricht, das ist ein spannendes Wort. Eben, allgemein, du hast auch ein bisschen da die Wortwahl beschrieben. Ja. Etwas, was ich jetzt rausgelesen habe, eben bei der Lehrerbesprechung und Sitzung. Ja. Das ist auch schon. Ja. Da habe ich auch zu viel gelernt in den letzten paar Jahren in Niederwil und Städten von den Lehrern dort und jetzt auch von dem Berater, den ich schon mal erwähnt habe, von Fritz Zaug, der sagt, wenn du Wörter ganz bewusst brauchst, dann hast du auch Chancen, dass sich etwas entwickelt, so ein bisschen einfach gesagt. Also eine Sitzung ist bei den Lehrern im Schnitt Lehrerinnen sehr unbeliebt. Sie verbinden es vielmals damit, es geht lang und es schaut nicht raus. Und ich muss extra in die Schule kommen, oder? Dann hast du sie vielleicht noch
am Dienstag, am 5. Ja, ja. Am Tag keine Schule, dann musst du extra kommen. Das kennt jeder, wenn der Lehrer sagt, mein Tag geht noch so lange, ich habe noch eine Sitzung am 5. Und dass man es bewusst ändert und sagt, es ist eine Verhandlung oder eine Besprechung. Mhm. Dann, das klingt einfach schon viel aktiver. Ja. Und gibt es noch mehr so im Alltag eben in der Schule, wo mit Wörtern, also, eben Unterricht hast du jetzt so gesagt, was hast du mit dem Unterricht? Unterricht, wenn man es, der sagt, ist ein bisschen spitzfindig, aber man könnte schon damit verbinden, man tut unten irgendetwas richten, oder? Aha, ja. Okay. Also ich würde Ihnen sagen, okay. Eben, es ist etwas lernen, oder? Ja. Es ist eine gemeinsame Auseinandersetzung an einem Thema, so etwas. Mhm. Und dann tust du schon noch etwas anderes damit verbinden. Mit ja. Ja, und Unterrichten, es klingt so, so zwungen. Ja, und es ist so wie, es kommt von oben, oder? Ja, ich genau. Weiss was. Zum Beispiel an der Berufsschule, die haben zum Teil recht Fortschritt gemacht in Filmentwicklung, aber was mich dort auch ein bisschen stört, dass mir auffällt, sie reden viel mehr von den Lernenden und meinen Schülerinnen und Schüler. Ja, ich hoffe, dass ich auch Lernender bin. Also ich hoffe die, oder? Ah, okay. Ja, nicht. Also, ja, das ist Lehrende stimmt. Und Lernende, nein, das geht nicht. Ich wollte ein Lernender bleiben. Ja. Ich wollte jeden Tag schauen, wie das also, geht. Das ist so, wie der Podcast heisst, Gym of Life. Ja, genau. Wie ist ein Student absolut. Fürs Leben. Das ist ja so. Das ist ja so. Jeden Tag noch lernen. Ah, stimmt. Lernende. Ja. Aber eben in der Berufswelt, sagst du, bewegt sich etwas. Ja, ich merke da, jetzt habe ich gerade mit der Berufsschule Lenzburg telefoniert, es ist mir das Anliegen, dass der Übergang gut geht. Oder? Ja. Und da habe ich auch das Gefühl, es sind viele Lehrpersonen dort, die sich mit dem stark auseinandersetzen, mit der Frage, wie geht es lernen, wie macht das Sinn. Mhm. Für die ist es natürlich manchmal noch ein bisschen schwieriger als für mich. Ich habe jetzt natürlich sehr einen breiten Spielraum. Und wenn sie 3 Stunden allgemeinbildenden Unterricht haben oder 3 Stunden Fachkunde mit dieser Gruppe an diesem Tag, gibt es ein bisschen weniger Möglichkeiten. Ja. Immer noch viel, aber schon ein bisschen weniger. Mhm. Aber ich merke dort ein Engagement. Ja, aber wie du gesagt hast, bei der Berufswelt, eben ich habe das KV abgeschlossen. Mhm. Und eben, wir haben auch wir haben Rechnungswesen, W&G, ja. Französisch, all das Zeug. Und sie wollen jetzt, ich weiss nicht genau, in welchem Jahr, aber sie wollen jetzt auf Kompetenzen wechseln. Ja. Dass du nicht mehr diese Fächer hast, ja. Sondern eben, du hast nicht mehr strikt Englisch, WMG, sondern du hast eben Kompetenzen, zum Beispiel Kommunikation, ja. Eben Recherche. Sie wollen eben mehr auf das eingehen. Und wenn du nachher in einer Firma arbeitest, wo du Englisch brauchst, dann wird halt auf das individuell eingegangen. Und ich finde das eben etwas mega Spannendes und das ist schon mal ein Schritt. Unbedingt, vorher, ja. Eben dort muss man halt sowieso ganz fest ausmisten. Da hat sich so viel geändert. Zu meiner Zeit war noch das Thema, wie kannst du etwas herausfinden? Wer hat ein Lexikon? Mhm. Und wenn du reiche Eltern hast und interessiert, dann hast du daheim 20 Bänder gehabt, oder? Ja. Oder ich habe einen Vati-Kollegen für mich in der Zentralbibliothek etwas geholt, wo ich noch in der Bitz oder der Kante war. Und dann war das Projekt, das ist der Tee und hat am Kärtchen recherchiert. Und das ist ja heute alles anders. Ja, ja. Also es geht viel mehr darum, sich gut zu überlegen, wozu. Mhm. Da hat uns der Coach immer gesagt, wozu machst du es? Und dann kann es vielleicht sein, dass man etwas, wie ich vorhin gesagt habe, auswendig lernt, weil man aus dem Grund das weg, zum Beispiel Fremdsprachen. Mhm. Dort, glaube ich, musst du genau Sachen können. Oder ich sage meinen Schülern, wenn man darüber redet, was für Hilfsmittel du brauchst an der Prüfung. Wenn du mit 130 auf der Autobahn fahrst und dann kommt ein Verkehrszeichen, dann bin ich froh, wenn du nicht am Handy nachschauen musst, was heisst. Oder? Das ist doch ein offensichtlich. Oh, oder? Oder, ich glaube, es ist Lebensqualität, wenn du in den Shop gehst und siehst, es ist 10% von diesen Jeans ist günstiger, als du eine Vorstellung hast. Ja. Finde ich jetzt noch praktisch. Mm. Aber der hört schon bald auf, oder? Ja. Der wird der schon ziemlich klein, wird es exemplarisch. Also, unsere Schüler, ich habe immer wieder Freude, die haben in Sekunden etwas herausgefunden, oder? Ja. Zum Beispiel ist ein Schüler einst nicht in der Weile gekommen und gesagt, so, und jetzt nicht ausweichen. Wie viel verdienen sie auf Rappen genau? Dann haben gesagt, mich stört es nicht, wenn ich dir sage, aber in der Schweiz ist es ein unüblich. Aber schau genau, es ist auf dem Netz. Oh, und das nach 20 Sekunden ist er gekommen. Ja, eben, wie gesagt, wenn man einem Kind ein iPhone gibt, wird der Profi noch, also gib ihm mal und dann findet das raus. Ja. Und das ist eben so, sie finden es allein raus, sie probieren es und machen es und eben, das ist etwas, wo ein bisschen stickt in dieser Schule. Aber was sind jetzt Stunden, also Lektionen, beziehungsweise Fächer, sorry, wo du denkst, die sollte man ersetzen? Oder zum Beispiel, jetzt, ich sage Sprachen in der Schule, das ist eigentlich etwas, wo... Ja. Ist das etwas, wo man reinlassen sollte? Oder vielleicht umgekehrt, ganz, ganz wichtig ist Textverständnis. Textverständnis. Das ist extrem wichtig. Mhm. Jetzt hatte ich eine Weiterbildung am Mittwoch, die mich ziemlich nachdenklich gemacht hat, wo ein Heilpädagoge sagt, also das ist nicht grundsätzlich neu, aber für mich ist es wie neu aktuell geworden. Wenn ein Kind zwischen 0 und 3 oder 0 und 2 nicht viel Erfahrungen kann machen zum Anlängen, dann fehlt nachher der Begriff. Also es passiert über Begreifen, oder? Dann kommt der Begriff. Und wenn du in einer ganz anregungsarmen Umgebung bist
oder dann bald nur, dann kannst du so machen auf dem Handy, dann fehlt da und dann kannst du es gar nicht mehr aufholen. Also es fängt eben eigentlich vor der Schule an. Und ohne Fächer. Das Kind muss ganz viele Anregungen haben. Ja. Und sich können bewegen, anlängen, mitmachen. Und dann baut sich so Sachen auf. Jetzt, wenn wir es haben, dann haben wir es, wie wir sie haben, oder? Ja, ja. Wir haben die Leute, die wir haben und sind dort, wo wir sind, dann machen den Schritt weiter. Dann würde ich sagen, Textverständnis verstehen und auch dich können ausdrücken, ist ganz zentral. Ich habe letztens einen gehabt, der ist ausgerastet, weil er jemandem etwas nicht erklären konnte. Ja. Er hat ihm mit Sprache gefehlt, er hat ihm gesagt. Zumindest eine Stunde. Und es ist eigentlich um nichts gegangen. Ja. Er ist wie angestanden und dann hat er gemerkt, ich kann da nicht sagen, wo ich spüre. Oder? Okay, das ist jetzt ein extremes krass, Beispiel. Aber, ja, aber ich weiß, also, was du meinst. Also Sprache ist mir ganz wichtig. Mhm. Und das ist zum Teil recht schwierig, weil sie keine Muttersprache haben. Mhm. Das ist jetzt bei Multikulti manchmal ein bisschen schwierig. Ja. Jemand, der irgendeine Sprache gut kann, der hat auch die Chance, eine andere zu lernen. Aber wenn du in deiner Muttersprache 700 Wörter aktiv brauchst, das ist ganz schwierig. Dort habe ich wegen Lernen, da habe ich viel gelernt, die letzten 3 Jahre. Ja. Habe mich recht getäuscht, ja, mit Wortschatz aufbauen und probiere es noch besser zu machen. Das ist wirklich viel schwieriger. Dann, wieder wegen dem Stoff, den wir brauchen, Prozent, Einheiten, Zins, 3 Satz. Das sind 1 Euro ist 1,11 Franken. Wie viel kommst du jetzt für 50 Euro über Franken und umgekehrt für 50 Euro? Ja. Und so. So Sachen, oder? Da brauchst du wirklich. Und dann ein paar exemplarische Sachen von Reali, die dich interessieren. Und das spielt nicht einmal so eine Rolle, ob es die Funktion von einer Waschmaschine ist oder die Flüsse in Norwegen. Das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Es ist exemplarisch, dich an so etwas zu nähern. Dann, aber wie will jetzt zum Beispiel ein Lehrer, wenn er sich jetzt nicht selber über das Thema... Also, wie will er können... Das ist eine gute Frage. Das ist relevant. Ja. Ich glaube, die Anregungen wären da. Ja. Also, ich meine, nicht das Problem vom Erkennen, sondern vom Umsetzen. Mhm. Ich glaube, wenn du ein bisschen reinhörst, eine Dauer geschrieben ist nicht grundsätzlich neu. Ja. Also da gibt es die ganze Gruppe von den Neurologen, die sagen, wie funktioniert Lernen, die von den Soziologen, wie funktioniert das vom Zusammenleben. Also ich glaube, es wäre da. Und dann sind wir wieder beim anderen. Du hast den Mut nicht, hast Angst vor Kontrollverlust und das Bild ist so geprägt. Ja. Die Geschichte ist chronologisch und das ist alle besprechen den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Mhm. Wegen dem Stoff, oder? Also das sind die paar Sachen, die wir unbedingt machen müssen. Und nachher würde ich auch ziemlich gleich auf das Wort Fach verzichten. Fach? Ja. Ja. Das sind Vorhaben, Projekte. Okay. Ja. Also zum Beispiel ein Weg, den wir auch probiert haben in der Real Niederwil und in Städten, dass man unterscheidet, wie ist die Form. Zum Beispiel, es ist eine Planarbeit, wo du an einem Bereich selber schaffst, ein bisschen geführt, du hast ein Dossier und probierst eben zum Beispiel Geometrieflächen zu machen. Mhm. Und dann hast du ein Projekt, wo du selber etwas setzt, oder freien Ausdruck, wo du dann im Gestalterischen etwas machst. Ich würde eher so ticken. Ich mache jeden Tag vom Flipchart ein Tagesprogramm. Und dort stehen im Normalfall keine Fächer. Ja. Bei mir. Sondern einfach Aktivitäten. Ja. Ja. Oder Form. Also häufig steht zum Beispiel 37 individuell. Mhm. Das ist sowieso ein anderes Thema, warum es 37 ist. Es ist ziemlich viel für uns. Das heisst, 37, individueller Start. Dann schaue ich, gehe ich bei vielen vorbei. Das ist schon das erste Coaching, wie vorhin gesagt. Und dann zum Beispiel 80, gemeinsamer Start. Mhm. Und dann sage ich, es gibt einen neuen Auftrag. Jetzt zum Beispiel, wie funktioniert das mit eigener Meinung, wie ich vorhin gesagt habe, oder mit dem Prozent. Und nachher wieder individuelle Arbeit. Muss dann aber selber einteilen. Mhm. Und dann wird es natürlich schon noch rhythmisiert mit Turnen, wo das Fach ist, und der Turnhalle, die mit verbunden ist, oder Werken, wo du Schweißmaschine brauchst, wo dann gebunden ist, wo man auch versteht. Ja, sicher. Aber ich würde eher mit Sozialformen, also wer schafft wie, würde ich ticken und mit Absichten. Mhm. Und da geht eben, wenn du eine flexible Schule hast und Kolleginnen und Kollegen mitmachen. Ja. Nein, also es klingt alles mega super. Ich danke dir vielmals, dass du gekommen bist. Wir sind jetzt schon 1,5 Stunden, das ist so schnell gegangen. Aber eben, wie schon gesagt, unsere Gesellschaft die entwickelt sich gerade immer weiter, die Technologie geht immer weiter und unsere Schule ist wirklich stehen geblieben. Und das Ziel von der Schule wäre, dass sie eigentlich, eben, wie du gesagt hast, du sagst das jetzt alles da, eben das können sich, aber zum Beispiel in 20 Jahren wissen wir nicht, vielleicht ist das dann auch schon wieder veraltet, was du jetzt sagst. Das kann gut sein. Deswegen eben immer mitgehen. Ja, und musst auf dem Prozess bleiben. Aber ich hoffe, du bist optimistisch. Ja. Bist schon, oder? Ich glaube, zum Teil bin ich nicht. Ich glaube, das Bild, das ich brauche, mit dem grossen Schiff, oder? Ja.
das Schulwesen, das ist dermassen schwerfällig. Und da mache ich nicht einmal in einzelnen Leuten Vorwurf, weil es ist ja die Politik, die das bestimmt, über das Instrument von einem Gesetz und einer Verordnung. Mhm. Und das ist einfach schwerfällig. Mhm. Darum wird sich, glaube ich, von oben wenig ändern. Ich habe einfach die ganz grosse Hoffnung, dass wir die Leute, die eine Idee haben und mit Begeisterung und auch mit einem gewissen System, nicht einfach von heute auf morgen, sondern mit einer gewissen Überlegung etwas machen wollen, dass man die unterstützt und nicht bremst. Mhm. Und da habe ich beides erlebt. Ja, dann wissen wir, was unsere Generation zu tun hat. Also die Lehrer sind, die sollen das genau ändern. Oder Lehrer werden, meine ich. In unserer Generation, dann haben wir, ja, dann haben wir ein Ziel. Und wenn ich gut aufgeweiht bin, denke ich, es macht dann nichts, wenn es eine grosse Krise gibt. Also in der Schule? Ja, in der Schule. Wenn du Analogie nimmst zu einem Mensch, vielmal wird ja ein Mensch aus einer Krise heraus stark. Mhm. Und vielleicht muss die Schule mal verjagen, mhm, mit Leiden verbunden, dass man merkt, es muss anders gehen. Mhm. Ja, das ist schon so. Ist nicht da in der Corona-Zeit etwas, ist da nichts passiert? Ja. Weniger? Zum Teil, aber da bin ich ein bisschen skeptisch. Also zum Beispiel die, die sagen, die Lösung vor allem ist mehr Elektronik, das kann es nicht sein. Nein, das darf es nicht sein. Es muss in die andere Richtung gehen, wir haben zu viel Elektronik. Mhm. Und eben, wir haben zu viel Elektronik und eben, wir lernen, wie wir mit dem umgehen, aber wir müssen ja trotzdem unsere Fähigkeiten mitbringen, weil sonst können wir ja die Roboter arbeiten und sagen, wir machen gar nichts mehr. Also von dort her, glaube ich, war es eine Herausforderung gewesen, aber je nachdem, wie man mit dem umgeht, ist ja eher schwierig gewesen. Mhm. Wenn man es geschafft hat, zum Beispiel mit den Schülern besser im Kontakt zu bleiben und Aufträge geben, wo es auch draussen gewesen sind, dann hat es vielleicht etwas individualisiert. Aber ich bin auch ein bisschen skeptisch. Mhm. Und eben vor allem, die meisten sind abgefahren auf Elektronik und die Schulen haben sich übertrumpft, wer hat jetzt schneller das Zoom oder so wie es die Vorzeichnungen haben. Und das ist ja nicht die Idee, das ist ein Instrument, Idee, aber das ist ja nicht der Inhalt. Oder? Mhm. Aber eben, wenn es nicht so wäre, dann hätten wir nicht das gute Gespräch gehabt. Also, ich immer noch einmal, du bist da voll parat. Ja, ich lese das sehr gerne. Dein Interesse an diesen Fragen, du musst dich mit dem beschäftigt haben, dass du all die Fragen hast können stellen. Ja, also ich weiss nicht, ob das auch schon von früher so ein bisschen gemerkt hast, aber ich bin einer, ich liebe das Gespräch und ich liebe es zu lernen, so heisst ja auch unser Podcast. Ja. Und, das merkt man sehr. Ja, eben. Ich merke vielmals, ich finde es einfach etwas mega Spannendes und ich weiss einfach, ich bin bei dir so gerne in die Schule und deswegen wollte ich einfach unbedingt hier haben. Und danke. Ich finde es allgemein, eben, ich habe einen kleinen Bruder, der jetzt noch in die Schule geht und eben einmal dort und da gibt es ein Problem und ich finde es einfach so etwas Spannendes, eben, dass unser Schulsystem eben in dem Sinne ein bisschen veraltet ist und du eben so probierst. Ja. Und nein, merci vielmals, dass du gekommen bist. Eben, wie schon gesagt, das kann ich nur weiterempfehlen. Es ist so ein geiles Buch. Und ich hoffe, nächstes Mal, wenn wir wieder unser Gespräch haben, dass wir ein Stück weit weiter sind. Ja, sehr gerne. Merci vielmals, Doni. Ciao, bis nächstes Mal. Ciao zusammen. So. Falls dir das Video gefallen hat, gib dir ein Like. Für weitere geile Videos drück da oben. Und abonniere den Kanal gerade da, dass du keine Folge verpasst. Bis nächstes Mal.